So, wir werden uns jetzt einfach mal auf den Satz konzentrieren. Alles vollkommen neu. Kann man etwas neu machen? Was bedeutet es, etwas neu machen? Es Denken verändern. Anfangen, sich dafür zu interessieren, was man selbst ist und was seine Gedanken sind. Darum ist es immer ganz wichtig, dass der wichtigste Satz überhaupt bei den ganzen Holofeeling-Sätzen: Ich erkläre das jetzt dem, der mich jetzt sprechen hört. Ich erkläre das nicht irgendeinem Menschen, den du Geist dir jetzt ausdenkst, sondern ich erkläre es nur dir, nur einem Einzigen. Da ist nämlich nur ein allereinziger Geist, der mich jetzt sprechen hört. Aber was der aus meinen Worten macht, hängt davon ab, wie er die Worte interpretiert. Wir werden jetzt einmal einen kleinen Blick reinschmeißen in die Quantenmechanik, in die Weisen deiner Welt. Wohlgemerkt, es ist immer alles frei, was ich hier mache. Ich denke mir sehr, sehr viel, wie sage ich es meinen Kindern? Jetzt muss dir natürlich klar sein, an was denkst du bei dem Wort ich, wenn ich jetzt ich sage? Ich sage immer wieder dazu, ich ist jetzt nicht dieses Pixelmännchen, das du vor dir siehst. Ich ist auch nicht diese Lautsprecherstimme, sondern ich behaupte ganz am Anfang der Offenbarungswerke, dieser Holofeeling-Offenbarungen, dass ich du bin. Ich bin der, der sich das komplette Universum ausdenkt, und zwar in Maßsetzung, so wie ich es erschaffen habe. Klingt vollkommen unglaublich, größenwahnsinnig, aber das Schöne dabei ist, dass sich dieses Ich nicht bezieht auf irgendeinen Trockennasenaffen, auf einen Menschen, auf irgendeine Existenz, die du dir ausdenkst. Lass das bitte auf dich wirken, das ist ganz wichtig. Wie ich dick. Wenn ich das betone, braucht man die Grundlagen der Vatersprache, das heißt, wir hebräisieren diese Worte und dick heißt schlichtweg und einfach das Zentrum, der Mittelpunkt. Das Uni im Universum, das immer eins gekehrt und aus dem alles entspringt und alles wieder zurückfällt. Darum ist immer bekannterweise tausendmal erwähnt, dieses Wort Gott im ersten Satz steht hier über meinen Kopf, Bereshit. Zum Anfang, dieses Beroshit heißt auf Hebräisch auch, inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut, hingestellt. Und der Kopf, den du dir jetzt ausdenkst, ist natürlich was Ausgedachtes. Ich spreche dann immer von einem roten Kopf. Aber das muss einfach sitzen. Da muss man einfach neugierig sein. Was dem Menschen abgeht, dem wissenden Menschen, dem wissenden Affen abgeht, ist die Neugier. Er weiß ja schon alles. Du weißt ja, wer du bist. Wer bist du eigentlich? Immer dran denken. Ich erkläre es dem, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Meinst du das Gehirn, dass du dir jetzt denkst, wenn du an deinen Trockennasenaffenkörper denkst, dass dieses Gehirn sich dieses Gespräch ausdenkt? Dann frag dich zuerst einmal, wer denkt sich jetzt das Gehirn von dem aus, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast? Existiert dieser Körper, diese Person, an die du jetzt denkst, wenn du an deinen Körper denkst? Existiert dieser Körper eigentlich, wenn du nicht an deinen Körper denkst? Ich rede mit einem Geist. Die Fragen beantworten sich alle von selbst. Aber das ist eigentlich jetzt gar nicht das Thema, das sind wir reichlich durchgegangen. Und wenn das einer nicht akzeptiert, kannst du ihn gleich abhaken. Es bleibt ein Gedanke, der es nicht wert ist, dass du ihn denkst. Du wirst jetzt auf den Eindruck kommen, dass das vollkommen herzlos ist, was ich mache. Aber das ist die verborgene Harmonie der Dinge, dass die absolute, rote, allumfassende Liebe erst in dem Moment beginnt, wenn du dich vollkommen losgelöst hast von dieser selektiven, einseitigen Liebe, die bestimmt, das liebe ich und mit allen anderen will ich nichts zu tun haben. Das ist Selbstentheiligung. So müsste ich zuerst einmal wissen, was Heiligkeit ist. Und du kannst ganz leicht überprüfen, was nicht heilig ist. Das sind die ganzen Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, diese scheinheiligen Menschen. Die können nicht heilig sein, weil das nur Facetten sind, Gedanken sind, von etwas Heiligen, von etwas Ganzen, das du selbst bist, wenn du heilig bist, wenn du ich bist. Das, was ich dir jetzt erzähle, ist übrigens wert, dass du das mehrere Male immer wieder anhörst, wenn du frei werden willst. Auch diese einfachen Sätze, wenn du sie schon tausendmal gehört hast, du hast sie nicht verstanden, sonst würden sie jetzt nicht in dir auftauchen. Und ich übertrage jetzt einmal den Bildschirm mit Ton. Und dann springe ich hier mal rein. Und wir machen jetzt was sehr Eigenartiges. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Quantenmechanik. Und es ist jedes Mal so unendlich vielfältig. Einen Moment.
Wissenschaft und Religion ist jetzt interessant, da schauen wir uns kurz rein. Und ich zeige euch jetzt, das sind jetzt nur einige Merker, wo ich mir gemacht habe. Du siehst hier jetzt zum Beispiel Karl Friedrich von Weizsäcker, die Wiederkunft des Christus. Dann Quantentheorie, habe ich verschiedene Startpunkte gesetzt. Dann Vortrag, den ich schon mal angesprochen habe, einer angeblich, wir denken uns jetzt aufgrund dieser Worte, einen Karl Friedrich von Weizsäcker aus, einen deutschen Physiker, der hier in einer großen Besprechung was über die Quantentheorie erklärt. Und wenn du einfach nur den Intellekt eines 13-Jährigen hast, ich sage immer, alles, was ich dir mit Holofilling erkläre, ich beweise einem 13-Jährigen, dass in Physikbüchern auf jeder Seite so eklatante Fehler drin sind, dass dem 13-Jährigen mit seinem einfachen Intellekt die Haare zu Berge stehen, wie kann man so einen Scheißtrick überhaupt glauben? Und das ist nicht verhandelbar. Das, was ich dir erzähle, ist hundertprozentig sicher. Das, was dir religiöse Menschen, esoterische Menschen oder Naturwissenschaftler oder Ärzte erzählen, das ist nicht hundertprozentig sicher, sondern das sind logische Konstrukte, die verwirklicht werden, die du aber gar nicht denken könntest, wenn man es dir nicht erzählt hätte. Und du kannst die auch nicht überprüfen. Auch wenn dir die Physiker permanent erzählen, was sie überprüfen und dann trotzdem immer von Gedankenexperimenten sprechen. Dann haben wir Quantencomputer und jetzt pass auf, was mir jetzt wichtig ist, wir machen Zufall und Verschlängung und die Schrödinger-Gleichung bringe ich jetzt nochmal in verschiedenen Ausführungen. So. Und die Wir fangen jetzt das da mal mit diesem Vortrag an. Es klingt alles so unglaublich und hör bitte sehr aufmerksam zu. Ich interpretiere jetzt und wichtig, jetzt kommt ein elementarer Widerspruch, wenn du das kleine Männchen anschaust. Zum einen behaupte ich, du wirst von mir nie hören, dass egal was einer behauptet, dass das nicht stimmt. Egal welche Buchseite du mir zeigst, ich sage, das ist richtig. Und zum anderen behaupte ich, dass das alles leeres Gesabbere ist, dass das voller Fehler ist, dass es nicht stimmt. Du musst erkennen, dass du in einem Problem, einem Dilemma lebst, dass du niemals beachtest, dass es bei verschiedenen Perspektiven einen heiligen Hintergrund gibt. Das kann ein vollkommener heiliger Hintergrund sein. Das nennen die Menschen Gott, das ist das Uni in dem Wort Universum. Und es kann eine Teilheiligkeit geben. Und das Ganze wird zerstört durch Perspektiven. Das ist die Sache, wenn ich immer wieder sage, du hast noch nie deine Küche gesehen. Es gibt eine heilige Küche. Das ist Schrödingers Katze. Und da schauen wir jetzt langsam rein. Und es geht jetzt erst einmal ganz kurz in der Vorlesung um Quantencomputer. Das ist die erste große Problematik. Ich werde dir jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit beweisen, dass dem, den du jetzt zuhörst, dass der überhaupt keine Ahnung hat von dem, was er spricht. Aber die Frage ist, wem hörst du jetzt eigentlich zu, wenn ich das Video laufen lasse? Wen hörst du jetzt zu? Jetzt läuft ein Video. Wir lassen jetzt ein Video, eine Aufzeichnung in einer Aufzeichnung laufen. Lass es auf dich wirken. Bei Holofeeling geht es zuerst einmal darum, dass du das Bewusstsein bekommst, das du gar nicht bekommen kannst, das du bist. Alles, was ich erkläre, erkläre ich Geist. Und Geist ist Bewusstsein. Bewusstsein ist nicht etwas, was man haben kann oder was man bekommen kann. Du kannst dich bloß wieder erinnern. Was du bist. Du bist immer im Meer. Darum bedeutet das Wort Gott, das geht ja hier weiter, Berosche, inmitten dieses Gott selbst, so wird etwas aufgebaut, hingestellt und dann kommt hier, erschafft El Hayom, Gott das Meer. Das ist eine Symbolik, die ist ganz bewusst erschaffen. Dieses Wort Gott heißt nichts und das Meer, das wir uns jetzt vorstellen, wir müssen uns irgendwas vorstellen. Was stellst du dir vor bei dem Wort nichts? Das habe ich tausendmal gesagt. Dann was denkst du, wenn du an nichts denkst? Die Antwort ist ganz simpel. Dann denkst du an das Geräusch nichts. Denkst dir das Geräusch nichts? Das ist schon etwas Existierendes. Du musst wissen, was Worte bedeuten. Und alles, was ich erkläre, wenn man wirklich einmal diese vielen Selbstgesprächaufzeichnungen sich anhört, die beginnen immer gleich. Ich erkläre es dem Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Das ist einmal ganz, ganz wichtig, dass Geist was anderes ist, ewiger Geist ist was anderes wie ein Gedanke. Du erlebst nur deine eigenen Informationen. Das ist das, was ich die letzten Selbstgespräche immer wieder wiederholt habe. Die letzten meine ich nicht die vorhergehenden.
Weil dann denke ich jetzt schon wieder an eine Vergangenheit. Und da muss man zuerst einmal verstanden haben, das, was in dir auftaucht, ist immer jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Es gibt bloß ein ewiges Hier und Jetzt. Aber wir hören uns jetzt da einfach mal rein. Die Zeit müssen wir uns und sollten wir uns nehmen. Lass es mal laufen. Vier und die drei Eigenschaften der Quantenwelt, die hier verwendet werden, sind drei Eigenschaften, die auch konzeptiv und philosophisch hochinteressant sind. Ist das laut genug? Ich möchte, dass ein bisschen Sie leise ist es aber. Ja, ich kann das fast nicht. Das ist jetzt hier. Warum ist der so leise heute? Je jemand gefunden hat. Was ist Anne? Wieso der heute so der leise ist? Zum Beispiel. Warte, dann mal, ich schau mal, ob der. Hier meine Person. Hallöchen. Ja, nein, das ist jetzt mich wundert, weil dann lasse ich den lieber weg, wenn der so leise ist. Und dann hören wir uns den an. Warte nochmal. Wissenschaft und Religion. Dann lasse ich den erst laufen. Eine der Fragen, von denen ich weiß, dass sie den Herrn Erzbischof interessiert und auch mich interessiert, ist die Frage des Verhältnisses zwischen Naturwissenschaften und Religion. Oder allgemeiner zwischen Wissenschaften und Religion. Das Thema des heutigen Vortrages, wie es im Programm steht, ist mir erst heute bei Ansehen des Programms bekannt geworden. Ich sehe darin ein Wirken des Heiligen Geistes. Das heißt, das bedeutet für mich, dass es ein Weiterwirken der heutigen Thematiken geben wird, die wir heute besprechen. Das ist so viel geschwätzt, die reden wieder von einem Heiligen Geist, denken sich dabei was aus. Was ist Heiliger Geist? Was ist Geist als Ding an sich? Du wirst keine perfekte Definition von dem Wort Geist in irgendeinem deiner Bücher, in deinen Erklärungen, in deinen Videos finden. Du bist Heiliger Geist. Du, der Geist, den ich das jetzt erkläre. Aber um dich zu beschreiben, muss ich Worte benutzen. Und diese Worte sind Existenzen. Es ist Existierendes. Worte sind etwas, was in dir auftaucht. Schon interessantes Wort. Wort beginnt mit einem W. Schau das kleine Bild ab, wenn ich es immer so mache. Mit einer Gedankenwelle. Und diese Gedankenwellen, die in dir auftauchen, haben immer zuerst einmal zwei Seiten, nämlich ein Wellenberg und ein Wellendal. Ich weiß, du hast es schon sehr oft gehört, wenn du dich mit Holophilen beschäftigt. Aber ich garantiere dir, du hast es nicht verstanden, weil wenn du es verstanden hättest, würdest du das Video jetzt gar nicht mehr hören. Da haben wir übrigens auch wieder zwei Seiten. Ich denke mir jetzt welche aus, die sich schon sehr viele Holophilen-Videos angehört haben. Und ich denke mir welche aus, die nicht angehört haben. Aber diese beiden zusammen sind nicht zwei ausgedachte Sachen, sowieso nichts hören. Ja. Das ist ein vollkommen neues Denken. Und was jetzt hier interessant ist, wenn du siehst, du hast diese zwei Positionen, ich sage jetzt die Naturwissenschaft und die Religion, da ist eigentlich kein Unterschied, das ist bloß ein Spiegelbild, die sich so in einem Widerspruch leben. Und wenn wir uns jetzt Wissenschaftler ausdenken, denken wir an Trockennasenaffen. Und wenn wir uns religiöse Kardinäle, Bischöfe oder sonst was ausdenken, denken wir auch an Trockennasenaffen. Das schreibt dir dein Programm so vor. Es bleiben aber ausgedachte, vergängliche, existierende Erscheinungen. Die Betonung liegt auf dir, auf Affen. Das Verhältnis zwischen Naturwissenschaften und Religion ist über die Geschichte sehr oft ein sehr konfliktreiches gewesen. Und ich möchte... Nächstes großes Problem, es ist über die Geschichte. Was ist Geschichte? Diese ganzen Geschichten, du musst jedes Wort, das ich jetzt spreche, wirklich sehr wörtlich nehmen und wissen, was es bedeutet. Geschichte, das Wort Geschichte bezieht sich auf etwas, was de facto von uns jetzt gedacht wird und das denken wir uns jetzt in die Vergangenheit. Das ist ein hundertprozentig sicheres Faktum. Wenn du das Wort Geschichte hörst, denkst du jetzt an eine Vergangenheit, die jetzt existiert, weil du sie jetzt denkst, das ist hundertprozentig sicher. Was aber überhaupt nichts mit hundertprozentig sicher zu tun ist, dass das, was du jetzt denkst, was du vom Hörensagen kennst, dass das in der Vergangenheit war, bevor du es gedacht hast. Ja. Es sind Märchengeschichten. Es sind einfach nur alles Märchengeschichten. Märchen, wenn ich tausende Male, sind das Wertvollste, was du besitzt. Die Sprichwörter und die Märchen, die du besitzt, sind das Wertvollste, was es gibt. Tausendmal wertvoller wie irgendein großes Bankkonto oder sonst was. Wenn man versteht, um was es im Märchen geht. Um die Metapher.
Ich bleibe mal bei den Sprichwörtern nochmal und ich wiederhole immer wieder dasselbe, weil du es nicht verstanden hast. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, und du weißt, dass das ein Sprichwort ist, kommst du nicht eine Sekunde überhaupt auf die Idee, dir bei diesen Worten, die du jetzt hörst, einen Krug auszudenken, der zu einem Brunnen watscht und dann auseinanderbricht. Weil du sofort erkennst, das ist ein Sprichwort, eine Märchengeschichte. Wenn ich jetzt aber sage, der Bundeskanzler Scholz besucht die Ukraine, sieht es ganz anders aus. Das ist aber auch eine Märchengeschichte. Mhm. Das ist etwas, was dir jetzt einfällt, was du nachäffst, was du vom Hörensagen kennst. Kannst du es beschwören? Mhm. Und ich muss jetzt etwas streng werden. Ich sage das immer wieder. Ich rede jetzt mit einem Geist. Solange du aus irgendwelchen Worten, die du auf einem Fetzen Papier oder auf einem Monitor siehst, oder die du als Geräusche hörst, gleichgültig, ob die jetzt von dir ausgedachterweise aus einem Lautsprecher kommen oder aus dem Mund eines Trockennasenaffen, der in deinem Bewusstsein als sinnlich wahrgenommene Information auftaucht. Wenn du aus diesen Worten vollkommen unbewusst irgendwelche Vorstellungen in dir generierst, in der Interpretation von Worten, deine ganz subjektiven, persönlich gefärbten Interpretationen von Worten, die werden von dir ausgelegt und ausgedacht. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du dieses Prinzip durchschaust, dass du derjenige bist. Und jetzt bitte genau zuhören. Ich habe das immer wieder wiederholt. Es ist hundertprozentig sicher, dass du der Gott, ich benutze das Wort Schöpfer, dass du der Schöpfer bist von jedem einzelnen Gedanken, den du denkst. Mhm. Ja. Willst du mit mir darüber diskutieren? Jeden Gedanken, den du denkst, mit diesen Gedanken erschaffst du in dir eine Information. Gleichgültig, was du jetzt denkst. Das ist die Kernaussage, die du verstehen musst. Und zwar nur du Geist, nicht irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Das sind nur Gedanken. Du wirst einen Gedanken von dir niemals irgendwas erklären können. Mag er dir als Information auch noch so sinnlich wahrgenommen real erscheinen, wenn zum Beispiel in einer gewissen Entfernung vor dir ein Mensch, den siehst du sowieso nicht, ein Mensch ist ein ganzes Leben, wenn vor dir eine Person, eine Maske, ein Trockennasen auf dem Körper zu sitzen scheint, der ja deine Information ist, genau genommen, jetzt stell dir vor, dass der VR-Brille auf, die fotorealistische Bilder darstellt, da ist, außen ist überhaupt nichts. Zweites Gebot halten, mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel, da drunten auf der Erde und im Wasser des Meeres. Das hebt natürlich alles auf. Das wird dir mit Holofilien genau erklärt, was diese Worte bedeuten. Du kannst einer vergänglichen Erscheinung, was Existierenden, nicht erklären, dass es nur deshalb existiert, weil das jetzt von dir ausgedacht wird. Mhm. Du träumender Geist bist das verbindende Parameter für die ganze Welt, die du dir ausdeckst. Es ist deine Welt. Ich reduziere das, dass ich sage, wenn ein Geist träumt, erlebt er nur seinen eigenen Traum. Es ist hundertprozentig sicher, dass das Einzige, was du Geistesfunken jetzt zu sehen bekommst, deine ständig wechselnden Informationen sind. Und im Angesicht dieses ständigen Wechsel der Informationen, die du erlebst, gleichgültig, ob jetzt das bewusst selbstgedachte Informationen sind, ob in dir ein Gedanke auftaucht, wo du keinen Einfluss drauf hast, was in dir auftaucht, oder ob es sinnlich wahrgenommene Informationen sind, wo du dann in die vier Stufen der Vergessenheit gehst, dass du dir hundertprozentig sicher bist, dass du mit dem, was du jetzt als sinnlich wahrgenommene Information vorliegen hast, nichts zu tun hast. Ich könnte jetzt sagen, jetzt dreh doch einfach mal den Kopf von 90 Grad und schau, was dann auf deiner VR-Brille auftaucht. Das ist natürlich alles da außen, auch wenn du nicht hinschaust. Das ist das erste Problem von dieser Vergessenheit des Materialismus. Du wirst jetzt erst einmal erkennen müssen, dass alle Menschen, die in dir auftaucht, alle Wissenschaftler, alle religiösen Menschen in dem wahren Leben, die demonstrieren dir, demonstrieren dir ihre vollkommene Geistlosigkeit, weil sie meinen, sie haben mit dem, was sie selbst sich ausdenken, nichts zu tun. Mhm. Ja, stimmt. Mit wem sollte denn ein Gedanke, den sonst was zu tun haben, doch zuerst einmal mit dem, der sich den Gedanken deckt? Kann ein Gedanke, den du dir denkst, anders sein, wie du ihn dir denkst?
So, und jetzt denk an Putin, denk an die Ukraine, denk an das heliozentrische Weltbild. Wo war jetzt der Putin, wo war die Ukraine, wo war das heliozentrische Weltbild? Bevor ich diese Worte ausgesprochen habe. Das hat nicht existiert. Man kann das schön erklären mit dem träumenden Geist. Und wir hören doch mal ein bisschen weiter. Dazu meine Position von vornherein klarstellen. Er stellt jetzt zuerst einmal seine Position klar. Das heißt, hier dieses Pixelmännchen sagt jetzt ganz klipp und klar, was seine Meinung ist. Alles, was er hier davon sich gibt. Und ich meine das jetzt nicht beleidigen, das ist ein ganz, ganz lieber, noch ein suchender, ein ganz winzig kleiner Geist. Die wesentlichen Sachen haben die alle nicht erkannt. Du musst jetzt erst einmal bewusst werden, ist das, was ich mir jetzt denke, baut es auf selbstgemachten Erfahrungen, kann ich das beschwören? Ich betone das immer wieder, du lebst in einem Meineid. 99,99 Bündchen-Bündchen-Prozess von Prozent von all den Sachen, die du jetzt denkst, die für dich als hundertprozentig sicher, Bindestrich logisch erscheinen, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Es sind Sachen, die du vom Hörensagen kennst. Und das, was du vom Hörensagen kennst, kannst du zwar bespüren, dass du sagst, ich habe das von dem gehört, der in mir aufgetaucht ist, natürlich immer jetzt. Du merkst, du denkst jetzt vielleicht schon wieder an eine Vergangenheit. Vergangenheit kannst du dir denken, aber du kannst die nur jetzt denken. Und alles, was du erlebst, kannst du nur jetzt erleben. Das ewige Hier und Jetzt muss absolut verstanden sein. Egal, wo du dir jetzt was räumlich oder zeitlich hindenkst, es ist hier und jetzt in dir deine Information, weil du es denkst. Punkt. Und solange du das nicht akzeptierst, wenn du Geist bist, wirst du leiden. Unendlich leiden, glaube es mich. Zünd die Welt um dich rum jetzt an. Oder auch nicht. Hängt davon ab, was du dir denkst. Du hast mit Holofeeling die Möglichkeit, dasselbe, wohlgemerkt dasselbe zu denken, obwohl du dann was ganz was anderes zu sehen bekommst. Da muss man den Unterschied zwischen demselben und dem Gleichen benutzen. Du bist immer derselbe Geist. Egal, welche Information du anschaust, an dir hat sich noch nie was verändert. Aber du bist, wenn du an dich selbst denkst, nicht immer Gleiche. Ich sage immer der gleiche Tode. Weil du jedes Mal, wenn du an dich denkst, an einen anderen Körper denkst. Vom Säugling bis zum Greis, sage ich. Aber jetzt, wenn wir das Programm wechseln, wirst du dich wieder vom Säugling bis zum Greis denken. Bloß einmal lebst du im Mittelalter und einmal bist du ein Captain von einem Raumschiff in einem Science-Fiction-Roman. Und all diese Paletten, die du jetzt dir räumlich mit der zeitlich auseinander denkst, stehen im selben Bücherregal hier und jetzt in dir drin. Das ist die göttliche Bibliothek in dir. Dieser Konflikt tritt dann auf, und ich würde behaupten, nur dann auf, wenn eine der beiden Seiten ihre eigenen Kompetenzbereiche überschreitet. Oft sind man trennt jetzt schon wieder wir Naturwissenschaftler und die religiösen Menschen. Ja, eindeutig. Das ist auch beide Seiten. Ich würde sogar weitergehen. Ich bin überzeugt, dass eine der Herausforderungen für die Zukunft ist, ich glaube, meine Position, ich bin überzeugt. Jetzt hast du mal wirklich nur ein Pixelmännchen, du denkst jetzt an Menschen aus und immer dran denken, wenn du ich bist, dann verfügst du über das Bewusstsein, dass du nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, vorhast, dass er genauso ist, wie du ihn dir ausdenkst. Ich denke mir jetzt diesen anderen Zeilinger aus. Bist du schon ich? Der ist jetzt nur, weil ich ihn denke. Und der ist genauso, wie ich ihn denke. Ich denke jetzt aber auch dich aus. Und jetzt meine ich nicht den, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut, weil der kommt vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut, sieht dieses Video gar nicht. Du siehst das Video. War jetzt die ganze Zeit jemand vom Computer gesessen? Jetzt sagen wir ganz ehrlich, jetzt denkst du an eine Vergangenheit. Denk jetzt mal an eine Vergangenheit. Bist du jetzt als Körper vom Computer gesessen? War da ein Gehirn? Waren da Augen? Waren da Ohren da, die das angeschaut haben? Die entstehen jetzt, weil du jetzt an deine Augen denkst, das, weil du an deine Ohren denkst und an dein Gehirn denkst. Wo war jetzt die ganze Zeit dieses angebliche Gehirn, das erlebt? Es hat nicht existiert. Du musst dich komplett von dem Wahn lösen, dass du glaubst, dass unabhängig von deinen Gedanken sonst noch was existiert.
Du erlebst nur deine ständig wechselnden Gedanken, die sich in hier und jetzt austauschen. Das ist hundertprozentig sicher. Das kann jeder 13-Jährige sofort auf der Stelle mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen. Es zerstört bloß alles, was du bisher geglaubt hast. Dein ganzes Weltbild, sogar das, was du zu sein geglaubt hast, nämlich dich selbst, dein Trugschluss, dich mit deinem Gedanken von dir selbst zu verwechseln. Eine Synthese zu finden. Die Synthese bist du. Du bist die absolute Synthese. Ich sage, du bist der verbindende Parameter für alles, was du denkst. Aber du könntest noch viel mehr dir ausdenken. Du müsstest bloß auf einen anderen Intellekt zurückgreifen. Auf ein anderes Wissen, meine Computermetapher. Eine solche Synthese kann aber weder logisch zwingend sein, noch aus naturwissenschaftlichen Überlegungen folgen. Das ist vollkommen richtig. Diese absolute Synthese kann mit Sicherheit nicht aus naturwissenschaftlichen Überlegungen folgen, weil Naturwissenschaft ist die vollkommene Entgeistigung gewesen von dem, was du ich nennst. Es gibt in deinem momentanen Logik bloß eine Weltreligion und das ist Naturwissenschaft, das ist Materialismus. Ja, ja. Es gibt aber viele andere Denksysteme, die du nicht zum Denken benutzt, weil deine Logik, deine jetzige Logik dir vollkommen logisch vorschreibt, dass das alles falsch und verkehrt ist, was die erzählen. Das ist die Eigenart, ein kleiner Satz von Holofeeling. Jede Logik, jedes Denksystem, das im Widerspruch zu anderen Denksystemen steht, die in dir auftauchen, ist zwangsläufig unvollkommen. Das bringe ich auf ein ganz einfach. Das klingt so kompliziert, aber ich sage einfach, denk an mein Dassenbeispiel. Wenn deine Logik ist, der Henkel ist rechts und einer behauptet, der Henkel ist links, dann sagst du, das ist verkehrt. Das stimmt nicht. Das ist falsch. Und ich sage, hättest du diese andere Logik, dann würdest du sehen, dass der Henkel dann doch auf der anderen Seite auch ist. Und dann kommt einer und sagt, nein, der Henkel ist in der Mitte. Und wieder einer sagt, das Ding ist ein Becher. Das ist keine Tasse mit einem Henkel. Das hat keinen Henkel. Und du erkennst jetzt plötzlich, dass all diese Aussagen richtig sind. Die sind richtig, weil das Perspektiven sind, aber keiner weiß, wenn die zum Streiten anfangen, was das heilige Ganze ist. Mhm. Und jetzt sage ich nochmal, das tausende Male erwähne ich das. Wenn du das verstanden, wirklich verstanden hättest, wenn es in dir installiert wird, diese Weisheit, würdest du nicht mehr um Standpunkte streiten. Ja. Statt das ist jetzt mal Politik. Ist jetzt rechts richtig oder ist links richtig? Ich sage, das sind doch nur Facetten von dem, was du Politik nennst. Das wiederhole ich immer wieder. Hättest du das verstanden, hättest du wirklich vor nichts und niemandem mehr Angst. Du würdest niemals in irgendeiner Art und Weise, auch nur ansatzweise glauben, wenn irgendeine Figur in deinem Traum was äußert, dass das nicht stimmt, was der behauptet. Zum Beispiel behauptet jemand, der Küche ist ein Salzstreuer. Andere sagt, nein, der Küche ist ein Herd. Andere sagt, nein, der Küche ist ein Wasserhahn oder ein Kühlschrank. Haben doch alle ein bisschen recht, aber die wissen offensichtlich alle nicht, was die Küche ist. Weißt du, was du selbst bist? Was bist du? Der Körper, der jetzt wieder gedacht wird von dir? Der Mensch, an den du denkst, und was denkst du, wenn du an dich als Mensch denkst? Vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit. Wir wollen uns jetzt dann nochmal diese Experimente etwas genauer anschauen. Und dazu muss ich zuerst einmal wissen, was ein Experiment ist. Ich mache es nochmal in Kurzform, ohne das aufzurufen. Ex heißt heraustreten, Bari heißt ringsum. Das heißt, es tritt aus dem Zentrum etwas heraus. Du erschaffst eine Peripherie um dich herum, die du dir ausdenkst. Das ist der Raum, der dich jetzt einhüllt, der genau genommen nur ein Traum ist. Mhm. Und das Ment kommt von Mendior, Mens, Unterform von Denken. Mendior heißt in jedem Lateinwörterbuch sich etwas überlegen. Du bist immer, und jetzt baust du eine Gedankenwelle auf und Lügen verbreiten, die verstreust du um dich herum in Longitudinalwellen in Raum und Zeit. Aber unabhängig davon, wo du dir räumlich oder zeitlich was hindenkst, es ist hier und jetzt eine Information von dir, weil du es denkst. Und das, was du denken kannst, und jetzt sage ich immer, stell dir vor, du bist ein Computer, steht und fällt mit der Datei, mit dem Programm, das du jetzt im Arbeitsspeicher hast. Das ist dein Schwamminhalt. Ja. Sondern das kann nur die Entscheidung jedes Einzelnen sein. Es kann nur die Entscheidung. Was ist eigentlich eine Entscheidung? Die Vorsilbe End sind wir reichlich darauf eingegangen. Die hat zuerst einmal vier Phasen. Du musst jetzt erst einmal was entscheiden zu können, musst du was scheiden, hier auseinanderdenken, um das dann mit der Entscheidung wieder eins zu machen. Das ist der Aufbau einer Gedankenwelle, die auftaucht und wieder in sich zusammenfällt. Wobei hier Wellenberg und Wellendahl, wie die Physik das sehr schön zeigt, da können wir jetzt dann schöne Animationen sehen,
nie nacheinander kommen. Es kann niemals irgendetwas zeitlich nacheinander kommen. Auch die Worte, die ich jetzt spreche. Ich spreche jedes Wort, jedes Buchstaben, immer jetzt. Mhm. Denk an so einen Begelmeter von den alten Kassettenrekordern. Und jedes Bild von einer Datei ist jetzt. Das wiederhole ich immer und immer wieder. Du vergisst es aber genauso konsequent. Konsequenz. Das sind eine Datei, sind alle Einzelbilder, alle Sequenzen kommen, die sind zusammengeschmissen in einem Punkt. Und die können immer nur jetzt auftauchen in dir. Mhm. Und die absolute Entscheidung ist, dass du zuerst einmal erkennst, was du bist, was ist der Ursprung für all deine Gedanken. Zuerst einmal du selbst in Verbindung mit einem gewissen Intellekt. Der Konflikt zwischen Religion und Naturwissenschaften geht ja sehr weit zurück, zumindest bis zum Beginn der modernen Kosmologie oder Physik. Und jetzt kommt ein reines Rezitieren von Schwamminhalt. Jetzt kommt ein sehr elementarer Satz. Ich sage, alles, was du nicht beschwören kannst, das heißt, alles, was du jetzt, natürlich auch nur jetzt gedacht, du kannst jetzt denken, was du hier vor 5 Jahren erlebt hast. Du kannst dich jetzt aus dir, aus deiner Erinnerung, eine Situation hochholen, natürlich nur feinstofflich, sprich gedacht, was vor 10 Jahren irgendeine elementare, einschneidende Sache, hast dich selbstständig gemacht, was krank, hast vielleicht einen Unfall gehabt, das kannst du jetzt wieder aus dir herausholen, aus dem Arbeitsspeicher, wo sich alles gleichzeitig befindet. Übrigens nicht nur dein jetziges Leben, sondern noch eine Unmenge von anderen Leben. Leben, die du schon gelebt hast, die du komplett vergessen hast, so wie Bücher, wo du vielleicht, oder Filme, die du gesehen hast, wie viele Filme hast du in deinem jetzigen Dasein schon gesehen? Mhm. Wie viele Filme hast du dir angeschaut? Kannst du mir die alle aufzählen? Ich meine jetzt auch so Nachrichten, Tagesschau, irgendwas im Fernsehen oder vor dem Fernsehen. Nur minimal von denen kannst du dich erinnern, aber du sagst, da sind schon zigtausende, zehntausende von Filmen, die je nachdem wie alt du bist, die ich schon gesehen habe. Mhm. Die waren schon da, bevor du die angeschaut hast und die sind jetzt immer noch in dir drin. Aber du beziehst jetzt das immer nur auf das jetzige Leben, auf deinen jetzigen Intellekt. Meine Bibliothek, meine Bücherregal-Metapher. Stell dich vor ein Bücherregal und mach dir klar, dass jedes Wort, all die Worte, die sich in diesen Büchern befindet, gleichzeitig da sind, wenn du an das Bücherregal denkst. Das ist eine Kollektion. Das ist ein vollkommen neues Denken. Und das Gesappere über Vergangenheit und so weiter und so fort ist eine Demonstration von vollkommener Unbewusstheit. Aber erwartest du, dass ein Gedanke von dir Bewusstsein haben könnte? Existenzen haben? Jetzt kommen wieder zwei Seiten. Wenn ich jetzt sage, die haben kein Bewusstsein, bezieht sich das mit hundertprozentiger Sicherheit auf den Gedanken als Ding an sich? Mhm. Ein Gehirn eines Menschen, eines Affen, hat genauso viel und genauso wenig Bewusstsein wie ein Stein oder ein Haus oder egal, was du denkst. Existierendes Bewusstsein. Esain heißt, das Bewusstsein ist nicht existierend, wenn man das Hebräisch sieht. Ja. Weil es ewig ist. Geist-Bewusstsein ist ewig. Und was ewig ist, sobald es zu existieren anfängt, ist es ja nicht mehr ewig. Mhm. Das heißt, alles, was existiert, kann kein Bewusstsein sein, sondern es ist eine Gedankenwelle, die aus diesem ewigen Bewusstsein herausspringt. Ohne das Bewusstsein verlassen zu können. Ich widerspreche mir nicht, sondern ich erkläre dir zwei elementare Seiten. Selbstverständlich hat auch ein Stein ein Bewusstsein. Ein heißt auf Hebräisch nicht existierend. Ja. Das Nicht-Existierende, das den Stein in die Existenz hebt, dadurch, dass es sich einen Stein ausdenkt. Ja. Du bist das Bewusstsein von jedem Stein, weil ohne dich wird es den Stein gar nicht geben. So wie das Meer die Quelle ist für alles, was aus dem, der im Meer ist, El Hayom, Gott das Meer, herausspringt, ohne dass es das Meer verlassen kann. Dieser Widerspruch ist unheimlich wichtig. Wir haben nämlich, egal was du wahrnimmst, es muss eine Information von dir sein. Ich bleibe in dem normalen Sprachgebrauch. Ich wiederhole das, ich habe das so oft wiederholt. Wenn es keine Information von dir ist, dann existiert es auch nicht. Du erlebst ständig wechselnde Informationen. Und wenn du träumst, kommen die aus dir und die fallen wieder in dich hinein. Du bist dieses immer seiende Bewusstsein. Das ist ein Symbol.
Und das andere sind nur ausgedachte Gedanken, weil egal, wo du die räumlich oder zeitlich hindenkst, die sind hier und jetzt deine Information. Und jetzt haben wir dieses ewige, nicht existierende und das existierende, sich ständig verändernde. Wobei jetzt das ewige natürlich was Ausgedachtes ist. Das ist, wenn ich immer sage, wir machen das rot. Schlagwort Galilei, der Kasus ist ja allgemein. Da haben wir schon den Galilei, der beginnt schon mit Gal. Das hebräische Gal ist die Welle. Gal I heißt meine Welle. Galilei ist als ein Gedanke von mir. Ich habe jetzt ein Wort gehört, an was denkst du bei dem Geräusch Galilei? Hängt von deiner intellektuellen Bildung ab. Lass uns doch einfach mal auf die Straße gehen, jetzt ausgedachterweise in unseren Raum, und dann gehst du einfach mit einem Mikrofon und du interviewst Menschen auf der Straße. Was ist Galilei? Was hat er eigentlich entdeckt? Jetzt hast du mal fragen, kennst du einen Galilei? Kannst du mit dem Wort was anfangen? Und dann schaust, was du hier alles an Informationen neu in dir auftauchen kannst. Die Menschen, die du jetzt fragst in deinen Raum, können sich übrigens nicht raussuchen, was sie dir antworten. Genauso wenig, wie du dir als träumender Geist raussuchen kannst, was du träumst. Jeder, der in einem Traum auftaucht, ist ein Daseinmüssen. Jetzt, was der Udo dir erzählt, den du jetzt vielleicht denkst, dieser Mensch, dieser Affe, den du als Grundlage für dieses Selbstgespräch siehst, das musst du komplett überwunden haben. Ohne Frage bin ich jetzt als Udo Petscher ein Gedanke, der von dir ausgedacht wird. Sinnlich wahrgenommen, eindeutig eine Lautsprecherstimme. Hör mal genau hin. Ist das eine menschliche Stimme, die du jetzt hörst, oder hast du das die ganze Zeit schon wieder vergessen? Ist dieses Pixel-Arrangement hier von dem älteren Graushaarigen, ist das ein Mensch? Ist es eine Person oder ist es einfach nur ein Monitor? Und wenn du genau hinschaust, sind es nur kleine winzige Lämpchen. Dasselbe gilt natürlich hier für den ganz kleinen Udo jetzt, der hier mit dem Finger hin und her winkt. Bewegt sich eigentlich jetzt dieser winzige kleine Finger? Ist das überhaupt ein Finger? Bei Holofeeling geht es um das, was jetzt ist. Und dazu brauche ich kein Wissen, ich sage, schau einfach. Schau einfach, was da ist. Und dann schaust du, wie du das interpretierst und wie dich deine eigenen Interpretationen in eine gnadenlose Vergessenheit führen. In dem Wahn zu glauben, du hast mit dem, was du dir jetzt aufgrund dieser Reizauslöser ausdenkst, nichts zu tun. Meistens sind es ja nur Geräusche. Glaube ich wohl. Glaube ich. Das bedeutet eigentlich Glaube. AUB, Beschwörung, beschwöre ich. Damals, das ist zumindest die Auffassung der Physiker. Damals, er zitiert in einem Wort, was man ihm erzählt hat. Und jetzt kommt eine entscheidende Aussage, eine absolut entscheidende Aussage, wenn du das verstehst. Alles, was du nicht beschwören kannst, was du nicht selbst erlebt hast, all das, was du nur vom Hören sagen kennst, gleichgültig, ob es sich um Makrokosmos, um Mikrokosmos oder irgendwelche Vergangenheiten handelt, die du aus das Buch heraus kennst, ist komplett austauschbar. Mhm. Was meine ich damit? Hätte man dir was anderes erzählt, würdest du das genauso hier und jetzt als Vorstellung in deinem Kopf aufbauen, bis hin zur Medizin, wenn man dir was anderes erzählt, und jetzt mache ich das einmal krass in der Computermetapher. Wenn du ein Computer bist, ein Computer braucht Daten und eine Software, um Bilder in sich erzeugen zu können. Wir setzen für den Computer Bewusstsein. Es ist auf Hunderten von Selbstgesprächen benutze ich diese Metapher. Die rauscht bei dir durch, weil der Materialismus so übermächtig ist. Dieser Schwamminhalt, wie ich das nenne, ist deine Software, deine Logik und die Daten. Wenn ich die jetzt in den Arbeitsspeicher reingebe, dann baut in Maßsetzung dieser Logik, die du zum Denken benutzt, baust du hier deine Traumwelt auf. Die hat nichts damit zu tun, dass die da außen wäre, dass da jetzt ein heliozentrisches Weltbild, dass eine Erdkugel, wo war das ganze Zeug? Wo war jetzt die ganze Zeit der Mond? Es war ein nicht gedachter Gedanke, der zwar durchaus auf deinen Arbeitsspeicher drauf ist, aber existieren tut er erst, wenn er in Erscheinung tritt, das heißt, wenn er zu einer Information wird. Betonung liegt auf Information und nicht auf Außenformation. Das Außen übrigens mit einem scharfen S ist wie in den Glaube, beginnt schon wieder mit AU, scharfes S ist gleich B. Mhm. AUB ist die Beschwörungskunst. Du beschwörst aber dann an Meinheit. Wenn du jetzt beschwörst, dass der Mond auch dann da außen ist, wenn du ihn nicht denkst. Wenn du beschwörst, dass dein Körper und dein Gehirn auch dann existiert, wenn du nicht dran denkst, schwörst du an Meinheit.
Und diese Meineide sind die Quelle von Leid. Ein unendliches Leid wird auf dich zukommen, bis du die Hand, die ich dir jetzt reiche, annimmst. Und da brauchst du kein Wissen. Du musst auch an deinem jetzigen Leben überhaupt nichts verändern. Das Einzige, was ich mir wünsche, dass du immer wieder Katz sagst, was ist jetzt eigentlich da und was denke ich mir? Zwanghaft, logisch aus. Darüber hinaus aus. Vielleicht mögen die Theologen widersprechen. War das Problem schon, dass die theologische Seite Positionen vertreten hat, die sich letztlich als nicht haltbar erwiesen haben. Heute haben wir das Umgekehrte zum Teil. Ich erinnere an das Buch von Dawkins, Gotteswahn, wo ein Naturwissenschaftler behauptet, aus naturwissenschaftlicher Position eine religiöse Ansicht sich der Welt widerlegen zu können oder vielleicht sogar als lächerlich darstellen zu können. Es ist alles lächerlich. Du wirst irgendwie mit Holy Feeling erkennen, dass kein Unterschied ist. Mhm. Ob du ein religiöser Mensch bist, der Satz, den ich immer wieder wiederhole, Holofeeling ist weder ein religiöses noch esoterisches, geistloses Geschwätz, wo du Vorstellungen in dir aufbaust, die du nur mit deiner Meinheit beschwören kannst, weil man dir das so erzählt hat und irgendjemand hat dir gesagt, diese Axiome sind unantastbar, diese Axioma, sie sind würdig, dass sie geglaubt werden, ohne dass man sie überprüfen kann. Sehr. Aber dasselbe gilt doch dann für die ganze Naturwissenschaft. Das ist die dogmatischste Religion überhaupt. Das beginnt damit, dass du glaubst, da außen existiert eine Welt, auch wenn du sie nicht denkst. Du hast dich entgöttlicht. Entgeistigt heißt entgöttlicht. Die Naturwissenschaft der letzten, jetzt bewusst ausgedachten 200 Jahre der Menschheitsgeschichte haben den menschlichen, den göttlichen Geist, den Adamgeist komplett entgeistigt. Sie haben ihn zu einem sterblichen Säugetier gemacht, das ums Überleben kämpft. Der Enosh, die Medim, ich betone immer, diese hebräischen Wörter sind sehr, sehr wichtig. Die kommen in der Bibel, sprich in Denach vor. Medim, das hebräische Wort für Menschen oder Leute, heißt schlichtweg und einfach die Toten des Meeres. Das sind Gedankenwellen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Aber das lassen wir jetzt einmal genug sein. Wenn dich das interessiert, mit dieser Genauigkeit einfach mal den Vortrag herholen. Mathematisch auf unglaublich präzise Art beschreibbar ist. So. Das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, dieser kleine Satz, wir hören uns das nochmal und ich fordere Bortinger zurück, genau zuhören. Ähnliche offene Frage ist, woher kommen die Naturgesetze? Gute Frage, woher kommen die Naturgesetze? Aus dem, der sich das ausdenkt. Das ist hundertprozentig sicher. Jegliche Art von Naturgesetze entspringt aus dem Geist, der sich das ausdenkt. Aber die Ursache wiederum ist letztendlich eine geistlos nachgeäffte Logik. Wir nennen das übrigens Mathematik. Du wirst jetzt feststellen, dass in nahezu allen Vorlesungen, die ich dir zeige, benutzen Physiker immer das Wort Mathematik, ohne zu wissen, was das bedeutet. Wir Geist wissen, Mathe heißt das gelernte Wissen und Mardik, Mardikos, Automatik, ein Selbst, das ein vollkommener Dummkopf, ein Unbewusstsein ist. Das, was du dir jetzt aufgrund dieses Pixelmännchens ausdenkst, diesen anderen Zeiling ist ein hundertprozentiger Mathematiker. Jeder normale, von dir ausgedachte Trockennasenaffe, der jeden Kack, den man ihnen erzählt hat, in Elternhaus und Schule nachäfft, was ihm ja zwangsläufig logisch erscheint. Was sollte denn einen Computer, um bei dieser Metapher zu bleiben, denn sonst logisch erscheinen? Einen Computer kann doch bloß die Logik logisch erscheinen, mit der er programmiert ist. Genau. Ein Mathematiker ist ein geistloser Schwätzer, der auf den Gleisen seines anerzogenen Wissens irgendwas von sich sappert. Egal, was er von sich sappert, er äfft nach. Auch, dass er glaubt, er ist ein sterbliches Säugetier, ein Affe, ein Primat. Selbst das äfft er nach. Warum gibt es Naturgesetze? Warum gibt es Naturgesetze? Warum ist es so, dass die Welt mathematisch wunderbar beschreibbar ist? Ich sage mathematisch, in Maßsetzung des programmierten, gelernten Wissens. Das ist aber das Gefängnis, in das du eingesperrt bist. Richtig. Ich sage nochmal, es gibt in meinen Selbstgesprächsbüchern gibt's eine schöne Stelle, wo ich sage, diese Geschichte, jeder Mensch ohne eigene Meinung lebt in einem Gefängnis. Ein Gefängnis, wo die Türen offen werden, könnte raus. Das Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der geistlos was nachäfft. Er sperrt sich in diese Logik ein, weil er nur diese eine Logik als logisch ansieht. Und sobald irgendeiner eine höherwertige Logik äußert,
in ihm selber als Information. Das ist mein Beispiel mit Basic und Windows. Wenn deine Logik Basic ist, kannst du nur Basic-Programme abspielen und sobald Windows-Daten in dir auftauchen, wirst du sagen, das ist vollkommen unlogischer Schwachsinn, obwohl das nur eine komplexere Logik ist. Und jetzt kommt was Eigenartiges mit Hodo-Feeling. Ich mache eine unendlich komplexe, göttliche Logik. Vereinfache ich so sehr, dass du die selbst mit einer primitiven Basic-Logik jetzt verstehen kannst. Wir werden das jetzt dann gleich einmal auf den Punkt bringen, wenn wir uns nochmal Schrödinger-Gleichungen und das Zeug anschauen, was unheimlich wichtig ist, was letztendlich immer der Beweis ist, dass da unabhängig von dir da außen gar keine Welt existiert. Ich mache relativ oft Veranstaltungen für Mittelschullehrer. Und ich sage denen, die wichtigste Nachricht, die ihr denen geben müsst, ist, dass die Welt mathematisch auf unglaublich präzise Art beschreibbar ist. Mathematisch heißt in Maßsetzung der Logik, die du zum Denken benutzt, die aber vollkommen austauschbar ist. Okay. Nochmal, alles, was du vom Hörensagen kennst, ist komplett austauschbar. Hätte man dir ein anderes Programm, eine andere Logik gegeben, wäre die andere Logik für dich genauso logisch. Und jetzt in deinem Traum wirst du mit Menschen konfrontiert, die jetzt als Einzelteile, wie kleine Programme innerhalb von dir, du bist der Computer. Ich habe doch ganz am Anfang gesagt, wir haben es jetzt zu tun mit einem Video, wo ein Video abgespielt wird. Warum das so ist, ist ein Wunder. Das hat viele verblüfft. Das lässt sich, würde ich behaupten, nicht nachweisen. Wir lassen jetzt, das ist alles schwachsinnig widerlegt, das alles, jeden Satz, wenn wir das jetzt wirklich uns die Zeit nehmen, in einen Vortrag, dass wir uns ich hätte jetzt gerne hier die Quantenmechanik rock. Paralleluniversen existieren. Warte mal. Der ist jetzt sehr leise, wir müssen den fast laufen lassen. Und von den Anwendungen des... Und die vier und die drei Eigenschaften. Kann man einigermaßen verstehen, ist die Aufnahme leider so leise? Ja, ist leiser, man kann es verstehen. Weil das nämlich schade ist, weil da wirst du nämlich wirklich merken, hier in dem Vortrag, wenn ich den, das habe ich hier, jetzt mache ich natürlich wieder raumzeitliche Geschichte, erklärt, das habe ich mir, ich sage mal, jetzt mit Geistesfunk angeschaut. Und da ist jede Kleinigkeit, was der spricht, mache ich Cut und dann schauen wir einfach, was jetzt da ist, was er behauptet. Und wir können hier mal. Ich mache mal die Schrödinger-Gleichung hier. Schrödingers Katze. Es gibt den wenn ich jetzt Schrödinger-Gleichung eingebe ins Internet, ich will dir das einmal zeigen. Wir sind, es ist ja immer jetzt. Wir haben mal dieses schöne Internet. Wir machen mal hier YouTube und dann geben wir hier mal die Schrödinger-Gleichung ein. Und dann drücke ich einfach auf Suchen und jetzt hast du hier verschiedene Schrödinger-Gleichung reicht der Quanten, die Wellenfunktion, die Schrödinger-Gleichung, hast du so Erklärungsmodelle. Und es ist jetzt sehr interessant, ich lasse mal nur welche an, du wirst als normaler Mensch, wenn du dich da nicht intensiv ein Leben lang, wenn das auf deinem Programm die Interesse nicht drauf sind, wirst du bloß Bahnhof verstehen. Und das sind dann viele behaupten noch, mir erklären das einmal ganz einfach, populärwissenschaftlich. Hier zum Beispiel, was ist die Schrödinger-Gleichung? Ich lasse das nur kurz laufen. Es gibt in der Physik sowas wie Grundgleichungen. Jedes Gebiet hat seine Grundgleichung. Hier ist zum Beispiel die Grundgleichung der Mechanik. Das sind die Newtonschen Bewegungsgesetze. Das kennt jeder. F gleich M mal A. Das kennt ja jeder. Viele verstehen hier bloß Bahnhof. Interessant ist schon die Mechanik. Wenn ich jetzt das hebraisiere, MZ, immer konsonant gedacht. MZ heißt das Gehirn. Ani ist das kleine blaue Ich. Das ist dein Programm. Mhm. Auch das große blaue Ich. Und K am Ende heißt dein. Ani K, dieses auf Hebräisch jetzt geschrieben von rechts nach links. Aleph Nun J mit einem Kaf dahinter. Das heißt dein Ich. Mhm. Und MZ heißt auf Hebräisch Gehirn. Mhm. Das Gehirn ist dein Ich. Ich sage immer, dein Rot, dein blaues Ich, das, was du Mensch nennst, ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Das ist diese Logik, dein Schauminhalt, mit dem du was aufbaust. Diese Bewegungsgeschätze, lass mal, diese Erklärungen, wir denken uns jetzt aufgrund dieses Videos irgendeinen jungen Burschen aus und der hat jetzt studiert. Es ist schlichtweg und einfach ein Mensch, den du dir denkst, ist nichts anderes wie ein Tonbandgerät, ein Computer, wo Daten eingegeben werden und die rezitieren die Daten, die du eingibst, kann der Computer wiedergeben und nichts anderes passiert hier. Aber irgendein Gedanke dem Menschen, der kann das nie verstanden haben. Oder wenn ich in die Elektrodynamik gehe, sind das die Maxwell-Gleichungen, sieht man hier die vier Gleichungen etwas komplizierter. Und
In diesem Kontext ist sozusagen die Schrödinger-Gleichung die Grundgleichung. Und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass du das sofort wegmachst, weil dich das sowieso nicht interessiert. Und du wirst dich wundern, wie spannend das ist, aber es muss von in der Esse kann das nur für den Geist sein, der sich das ausdenkt, niemals für welche Figuren. Das trennt die Menschen jetzt schon, die du dir ausdenkst, in Intellektuelle, die Physik studieren, in welche, die sich mit Religionen auseinandersetzen, natürlich wieder in den Religionen, wieder mit bestimmten Religionen. Und dann zerplatzt das Ganze in unendlich vielen Möglichkeiten. Aber all das ganze Zeug, diese unendlich verschiedenen Menschen, die Menschheit, die du dir denkst, die Interessens- und Wissensgebiete, die du dir ausdenkst, die haben ein verbindendes Parameter. Das bist du. Ja. Weil du derjenige bist, der sich das denkt und du holst, was du dir ausdenkst, holst du aus dir selbst. Du lebst bloß in dem Wahn, dass du meinst, dass du das vorher zeitlich in der Vergangenheit, mein Schwammbeispiel, dass du das in dich hineingeschaufelt hast von außen, weil der große Wahn, der Bruch des zweiten Gebotes zu glauben, unabhängig von dir existiert. Existiert da außen eine Welt, die schon da war, bevor es dich gegeben hat? Ich mache es einmal ganz einfach. Ein träumender Geist, der in dem Wahn lebt, dass er glaubt, seine Traumwelt existiert auch ohne ihn selbst. Mhm. Es gibt keine Traumwelt ohne einen träumenden Geist. Mhm. Und in einem Traum werden nur Informationen in dem roten Kopf des Träumbeerosche, dem Mitten dieses Kopfes, wird Himmel und Erde erschaffen. Und zwar genauso, wie du das mit deiner geistlos nachgeplapperten Logik dir ausdenkst. Es kann nicht anders sein, wie dein momentaner Intellekt dir das aufzwingt, dieser Intellekt, den du zum Denken benutzt. Auf diesen intellektuellen Wissen sind zum Beispiel auch andere Glaubenssysteme drauf. Das sind in deinem Traum eventuell irgendwelche Trockennasenaffen, die auftauchen, die was anderes glauben wie du und das in deinem Traum äußern. Erleben du den Traum bloß der Geist, der träumt. Also den machen wir jetzt einmal weg. Dann schauen wir uns da nochmal einen an. Schrödinger Gleichung, Wellenfunktion, Psi. Ich mache das nur, dass du dir zwanghaft aufgrund dieser Videos eine Vergangenheit ausdenkst, wo du jetzt meinst, da haben wir so einen kleinen Typen, sieht aus wie ein Nerd, ein Physikstudent und der macht jetzt für seine Mitstudenten oder für andere, der Universaldenker, erkläre jetzt, was dieser Schrödinger angeblich in der Vergangenheit entdeckt oder gedacht hat. In diesem Video lernst du die Schrödinger-Gleichung kennen, wie sie zustande kommt. Der erklärt es ja ganz einfach, hör zu. Die meisten Phänomene unserer alltäglichen Welt lassen sich mit der klassischen Mechanik beschreiben. Wir haben uns wieder das Gehirn, dein Gehirn, ich ist ein blaues Ich, ist ein reines Konstrukt, werden Interpretations. Das Ziel bei dieser ist es herauszufinden, wie sich ein Körper der Masse M im Verlauf der Zeit t bewegt. Wir wollen die Trajektorie, also die Bahn r von t dieses Körpers bestimmen. Damit können wir in der klassischen Mechanik vorhersagen, an welchem Ort dieser Körper zu jedem Zeitpunkt sein wird. Damit das ist übrigens alles ganz logisch, klassisch. Sind wir in der Lage, die Bewegung unserer Erde um die Sonne zu beschreiben, die Bewegung eines Satelliten um die Erde, den Abschuss einer Rakete, die Bewegung eines schwingenden Pendels oder eines geworfenen Steins. Ich nenne das einfach mal die Newtonsche Physik, die ist schon längst überholt mit der Quantenmechanik. Aber all das hat ein riesengroßes Problem, egal was du dir jetzt aufgrund dieser Worte ausdenkst, das ist hier und jetzt deine Information. Das sind alles klassische Bewegungen, die mithilfe des zweiten Newton... Diese Erdkugel, du wirst das dann mal akzeptieren müssen, dass eine Erdkugel bloß in dem Moment existiert, wo du sie denkst und sie ist, weil du sie denkst und du denkst sie, weil deine momentane Programm, deine Logik dir das aufzwingt. Ich sage immer wieder, als die Menschen geglaubt haben, die Welt ist eine Scheibe und der Erste, der kommt und sagt, es ist eine Kugel, da sagen sie, du bist verrückt. Jetzt glauben sie alle, es ist eine Kugel und wenn jetzt einer kommt und sagt, es ist auch keine Kugel, dann sagen die auch wieder, du bist verrückt. Das Spiel ist seit Ewigkeiten, die wir uns jetzt denken, ist es noch nie anders gewesen. Es ist eine ständige Verwandlung in eine andere Art von Wissen. Das Wissen entwickelt sich weiter, weil sich der Geist weiterentwickelt. Axioms berechnet werden können. Also mit der Gleichung F ist... Das ist, da haben wir übrigens diese Gleichung wieder. Gleich M mal A oder für die Profis unter euch mit der Differentialgleichung M mal die zweite Ableitung der Trajektorie. Er macht jetzt das etwas einfacher. Aber was ist dieses M? Ist F mal A? Und jetzt holen wir uns mal, das lassen wir, das geht übrigens, das ganze Video geht es so einfach. Physikalische Größen zuordnen, die eigentlich möglichen Zustand. Wer hat da Spaß dran? Nur ein Nerd,
der hier so programmiert ist an der Uni, der sich da reingedacht hat, aber was weiß der vom Heiligen Ganzen? Er hängt in so einem winzig kleinigen Buch in einer winzigen Facette drin und meint, er wüsste irgendwas. Weil das die Masse ja nicht weiß. Das ist alles Demonstration von Geistlosigkeit. Und jetzt schauen wir uns das einmal. Das ist jetzt Schrödinger Gleichung, schnell und kurz erklärt. Ist zwar auch nicht recht viel anders, aber das ist jetzt ein schönes Video. Das benutzen wir jetzt einmal und das schauen wir uns genauer an. Ein Experiment, welches die Realität besiegt. Für die Zukunft des Channels werde ich euch wohl oder übel. So. Die Schröder. Das ist übrigens hier schon interessant. Schau mal im Hintergrund an. Das findest du viel in den Holofeeling-Büchern. Das ist unsere Ecke, wo wir umstülpen. Der Würfel. Die Schrödingers Gleichung. Schrödingers Gleichung sagt uns alles, was wir wissen können über ein geschlossenes Quantensystem. Es ist F gleich MA, der Quantenwelt. So, wir haben wieder diese Formel. Jetzt aber genau zuhören. Er ist jetzt der Erste, der wirklich sagt, was das bedeutet, weil wir wissen das ja. Das Newtonsche Gesetz, Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Ist schlichtweg und einfach dieses Newtonsche Gesetz. Stellen wir uns mal ein Quantensystem auf. Wir schieben ein Elektron in eine Box. Und lasst uns versuchen, so viel. Sorry. Verdammt. Was wissen wir? Demnach können wir die Position und das Quantensystem. Es ist F gleich MA, der Quantenwelt. Das wollte ich hin. So, jetzt pass auf. Das ist F steht für die Kraft, M die Masse und A ist die Beschleunigung. Ist jetzt einfach mal festgelegt. Können wir jetzt nachschauen, wie man die Formel zeigen macht. Wir sagen immer, bei F denkst du einfach an eine Facette. Masse ist Gestaltwerdung und diese Gestaltwerdung ist die Schöpfung. Was hat die Schöpfung mit einer Beschleunigung zu tun? Ich werde dir das jetzt genau erklären und zwar ganz einfach, dass jeder 13-Jährige immer, wenn ich was erkläre, sage ich, ich erkläre einen 13-Jährigen, wo die Fehler in den Physikbüchern sind. Da mache ich gleich einen Sprung, bevor ich jetzt da anfange, indem wir einfach mal bei Wikipedia das, was Lichtgeschwindigkeit reingehen. In den Offenbarungsbänden kann man das gut nachlesen. Was jetzt hier wichtig ist, und da mache ich jetzt wieder als kleines Beispiel meine Esther, wenn die kommt, dass man hier wirklich alles erklären kann. Diese Lichtgeschwindigkeit ist definiert und wir lesen zuerst einmal ganz kurz, was hier da steht. Es wird in den Offenbarungsschriften extrem genau darauf eingegangen, was du brauchst, um das zu verstehen. Das Einzige, was du brauchst, ist kein intellektuelles Wissen, sondern zu Punkt A, du musst Geist sein, Bewusstsein sein. Und das bist du in dem Moment, wo du mich jetzt sprechen hörst. Jeden Menschen, den du dir jetzt ausdenkst, der sich die Videos auch anhört, wenn du da unten bei die Videos anschaust, ach, der hat ja 1000 Klicks oder 2000 oder 5 Millionen Klicks, dann denkst du an 5 Millionen, die sich das Video angeschaut haben. Ich betone, du denkst dann an 5 Millionen, die sich dieses Video angeschaut haben. Diese 5 Millionen sind jetzt, sagst du mal bloß das Geräusch 5 Millionen in deinem Kopf und das ist ein Gedanke, was machst du aus dem Gedanken 5 Millionen Menschen? Dann denkst du an 5 Millionen Menschen, die sich angeblich auf einer Erdkugel befinden, die sich das Video angeschaut haben. Gedanken, die du jetzt denkst, haben niemals in der Vergangenheit irgendwas gesehen. Das ist übrigens jetzt hundertprozentig sicher, diese Aussage. Egal an wen du jetzt denkst, an welchen Menschen, in Anführungszeichen, du erschaffst ihn hier und jetzt in deinem Kopf, weil du ihn denkst und er wird genau das tun, getan haben oder erlebt haben, was du dir denkst, dass er getan hat. Das gilt übrigens auch für einen Schrödinger. Und dann wirst du mit so Videos konfrontiert und du denkst dir, da komme ich nicht mit, sondern da bleibst du halt da. Du wirst so lange da bleiben in deiner Traumwelt. Du wirst nicht wach werden, bis du anfängst, dich dafür zu interessieren, was bist du selbst und was sind deine Gedanken. Du selbst bist immer, du bist ewig unveränderlich derselbe Geist, egal welche Information du in dir anschaust. Wohlgemerkt, diese Informationen, die du zwanghaft selbst in dir erschaffst, in Maßsetzung einer Logik, wo du sagst, das ist meine Meinung, das ist mein Wissen. Das ist nicht deine Meinung, das ist nicht dein Wissen, es ist nicht das, was du selbst erlebt hast, sondern es ist etwas, was du geistlos nachhilfst, es ist eine Anderung. Auch was Lichtgeschwindigkeit ist. Die Länge Meter, da kommt jetzt das erste Zirkelschluss, ist über die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum definiert. Hochinteressant. Die Längeneinheit 1 Meter
Wir können jetzt das ja genau nachschauen, wie diese Lichtgeschwindigkeit definiert ist. Der Wert der Lichtgeschwindigkeit wurde hierfür exakt für 299.007 bla 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 Meter in der Sekunde festgelegt. Meter in der Sekunde festgelegt. Darauf bin ich zigfach eingegangen, dass das ein riesengroßes Problem ist. Es wird definiert über das Kryptonit-Isotop 86. Jetzt können wir hier die Meter, machen wir auch schnell. Du wirst feststellen, da beißt dich die Katze in den Schwanz. Ja. Der Meter ist definiert, die Länge der Strecke, die das Licht im Vakuum während der Dauer von 299.792.458 ein Millionstel Sekunde zurücklegt. Das ist jetzt die Schwierigkeit, wo ich jetzt fast noch mal kurz darauf eingehen muss, dass du das checkst. Man definiert einen exakten Meter physikalisch anhand des Kryptonit-Isotop 86. Das kannst du jetzt dann da die genauer anschauen. Man kann das nicht messen. Es wird nachgeäfft. Aber wo das eigentliche Problem ist, wenn ich jetzt sage, ich definiere einen Meter an dieser winzig kleinen Wellenlänge, da muss ich zuerst einmal wissen, die Wellenlänge von einem gewissen Licht, das das Kryptonit-Isotop 86 ausstrahlt. 86 ist übrigens UP. Gott. Dass diese Wellenlänge im Millionstel Millimeter Bereich, dass die kein Mensch sehen kann, aber ich gehe einen Schritt weiter, du siehst auch Licht nicht. Das hat noch nie irgendein Mensch Licht als Ding an sich gesehen. Und jetzt kommt dieses Spiel, das ich immer wieder spiele für Neueinsteiger. Du sapperst irgendwas nach, passt Vorstellungen in dir auf und in dir im Hintergrund ist, da komme ich eh nicht mit, das verstehe ich eh nicht, das ist mir alles viel zu kompliziert. Du kannst kein Licht sehen und selbst wenn du jetzt die Wellen, Lichtwellen sehen könntest, kannst du keine Millionstel Millimeter sehen und selbst wenn du Millionstel Millimeter sehen könntest, macht diese Definition überhaupt keinen Sinn, weil man nämlich einen Meter definiert an einer Wellenlänge, an Nanometerbereich, das ja ein Untersystem von dem Meter ist. Ich sage mal ganz einfach, wenn du jetzt einen fragst, was ist ein Meter und du sagst, es ist 2 mal 50 Zentimeter. Ich kann da nicht von einer Untereinheit die Obereinheit definieren. Ja. Das sind übrigens alles nämlich Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Aber jetzt wird es interessant, dass diese Lichtgeschwindigkeit, die man mit Meter definiert und im Meter definiert man aufgrund des Lichtes. Merkst du, die Katze beißt sich in den Schwanz? Ja, absolut. Es hängt sich in der Luft komplett auf. Das sind die Fehler in dem Führerscheinprüfungsbogen deines Lebens. Wenn du ein neugieriger Geist wirst, wirst du das in Frage stellen. Aber was noch viel interessanter ist, und jetzt mache ich eine schöne Aussage. Der Wert der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum beträgt das hier. Und jetzt kommt hier das ganz, der große, große Hammer. Viele Darstellungen der relativistischen Physik geben Längen durch Lichtlaufzeiten an und umgekehrt Zeiten durch die Länge des Weges. Das wird hier sogar erwähnt. Man gibt Längen durch Lichtlaufzeiten an oder die Zeiten durch die Länge des Weges. Denn Licht während dieser Zeit durchläuft. Das große Problem, Licht leuchtet nie von A nach B. Zeig es mir. Zeig mir Photonen, die sich von A nach B bewegen. Deine ganzen Physiker äffen doch alle bloß nach. Immer dran denken. Du musst zuerst einmal das Bewusstsein bekommen, dass du nicht zu niemandem, den du dir jetzt ausdenkst, wie ich dick, du bist ein träumender Geist, der sich nicht raussuchen kann, was er denkt. Das heißt, du darfst dir selbst nicht vorwerfen, dass du das jetzt träumst, aber schon gar nicht irgendwelche Menschen, die du in dir erschaffst, vorwerfen, dass sie so sind, wie sie von dir geträumt haben. Weder ein Scholz noch ein Budi noch sonst wen. Die werden für dich so sein, wie du sie dir ausdenkst. Ist jetzt der Budi ein Guter oder ein Böser? Schau einfach. Und dann weißt du, was dein Programm dir aufzwingt. Ja. Aber kannst du es beschwören? Kennst du den Typen überhaupt, den du dir jetzt ausdenkst, den wir Putin nennen? Ist es wirklich ein Despot? Und ich sage dir, dreh es um 180 Grad, das ist genau das Gegenteil der Fall. Egal, was du jetzt glaubst, du musst es immer um 180 Grad drehen, dass du irgendwann einmal die heilige Mitte verstehst. Ja. Okay, jetzt ist ein Lichtjahr, heißt denn kürzer ein Jahr in diesen Maßeinheiten, sieht Planck-Einheiten, gilt. Eine Lichtsekunde ist das. Und jetzt kommt was ganz Interessantes, wo jeder Professor nachschwätzt und ihnen gar nicht bewusst ist, was die eigentlich reden. Und Licht hat die dimensionslose Geschwindigkeit von einer Sekunde pro Sekunde. Das ist ein wunderschönes Oxymoron in sich selber. Ja, absolut. Du musst erst einmal wissen, was ist eigentlich eine Dimension? Wir wissen, Mens heißt Denken. Die ist die Kurzform von Dia. Geteilt. Die ist die Kurzform Dia, das heißt auseinandergeschmissen. Im Griechischen. Das auseinandergeschmissene Denken. Und Mens
Denken, ein auseinandergeschmissenes Denken, eine Sinn. Da haben wir den Sinus schon, aber mit zwei N. Eine Denkart, eine Gesinnung, Charakter. Das Innere als Empfindungsart, ich möchte fast sagen, als Empfindungsort. Alles, was du empfindest, kannst du nur empfinden, wenn es eine Information von dir ist, das mahnende Innere, dein Gewissen, das bin ich. Ich bin der absolute Mittelpunkt von allen und ich bin das mahnende Innere in dir und ich bin dein GE-Quadratwissen, dein geistiges Wissen. Ich, was ist ich? Ich bin der, der im ersten Buch der Offenbarungen behauptet, dass ich du bin. Und nicht irgendein Gedanke, den wir denken. JCH und ICH, der vom Bücherregal und einer, der jetzt in eine Traumwelt aufgrund eines Buches, eines Programms sich vergessen hat, was er selbst ist, ja, weil er sich mit einem Gedanken von sich selbst verwechselt. Mhm. Mentio ist das Messen, die Mensis, die monatliche Reinigung, die Menstruatio. Das Ausstoßen von irgendetwas, das Ausbluten, das kann man natürlich auch wieder von Filmzeiten sehen. Aber das lassen wir gut sein, eine dimensionslose Geschwindigkeit. Und wir schauen jetzt einfach mal, Dimensio, da gibt es dann auch, das heißt dann hier das Ausstreuen. Was mir wichtig ist, wir haben doch festgestellt, dass das hier definiert ist als Metersekunden. Was ist eigentlich eine dimensionslose Geschwindigkeit? Es ist eine Geschwindigkeit, die du dir zuerst einmal denkst, aber die du dir auseinanderschmeißt. DI heißt übrigens die Öffnung deines Intellekts. Wollen wir das hier preisieren? Ja. Jetzt pass auf. Ich sage jetzt zu meinem Esther, kleines Mädchen, wir wissen, was das ist. Und ich sage, pass auf, um dir das vorstellen zu können, kommt jetzt die große Schwierigkeit. Du denkst dir jetzt erst einmal, stellst du dir vor dich einen Raum hin, schau bitte das kleine Bild mit an, dass wir arbeiten. Und jetzt ist es eine Dimension, wir reden ja immer X, Y, Z, wir haben Höhe, Breite, Tiefe. Das sind drei Dimensionen und in der Physik macht man nochmal als vierte Dimension die Zeit. Das ist etwas Ausgedachtes, Auseinandergeschmissenes. Das heißt, wir denken uns einen Punkt und den schmeißen wir jetzt einmal auseinander und dann machen wir gewisse Strecke, einen Weg von A nach B. Den kann man jetzt, diese Strecke kann man zum Beispiel 500 Kilometer nennen oder 5000 Kilometer oder ein Lichtjahr, um diese obere Definition von Strecke und Zeit wird ausgetauscht. Wir können aber auch sagen, ein Jahr oder 10 Jahre. Wir spannen einfach eine gewisse Länge auf und dieses Auseinandergezogene können wir jetzt entweder bemaßen mit Zeit oder mit Strecke in Form von Metern oder von Sekunden. Meter pro Sekunde heißt definitiv, dass diese Lichtgeschwindigkeit benötigt zwei Dimensionen, nämlich zuerst einmal einen Punkt von A nach B, den wir hier eine Länge oder Strecke nennen, gemessen in Meter, in Kilometer, wie du das auch einleitest, und eine gewisse Zeit, in der diese Strecke zurückgelegt wird, die du in Zeit misst, in Sekunden, in Stunden, Kilometer pro Stunde. Was ist dann eine dimensionslose Geschwindigkeit, wo es weder Zeit noch Raum gibt? Es ist ein Punkt. Es ist einfach nur ein Punkt. Das ist der Punkt hier. Egal, wo du dir räumlich oder zeitlich was hinderst, egal, wie du dir das vorstellst, hier vor dich hin aufspannst, es ist hier. Jetzt kannst du all die Selbstgespräche sagen, ich mache jetzt eine Geschichte, ich sage, ich denke mir jetzt meinen Redner nach Zürich und meine Diana nach Wien. Wo ist das Zürich, das ich mir ausdenke? Hier. Wo ist das Wien, das ich mir ausdenke? Hier. Und ich sage jetzt, der Redo fliegt um 10 Uhr los, das ist jetzt, und er kommt jetzt um 11 Uhr in Wien an. Wann fliegt er los? Jetzt. Wann kommt er an? Jetzt. Weil alles, was ich denke, denke ich hier und jetzt. Darum heißt es bei Lichtgeschwindigkeit, wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, fällt der Raum in einem Punkt zusammen und die Zeit wird ewig. Du denkst mit Lichtgeschwindigkeit als Geist. Egal, was du denkst es jetzt und das, was du denkst, egal, wo du dir das hindenkst, räumlich wie zeitlich, ist hier. Das löst das ganze Problem schon auf. Das heißt, es zerstört komplett deine Außenwelt. Es macht das Universum, das In-Eins-Gekehrte, ausgedacht und fällt wieder rein. Nächster Gedanke, ausgedacht, das ist das Uni, das In-Eins-Gekehrte.
macht die Welt zu einem Traum. Und diese Welt, ich sage immer wieder, das Schöne, Verrückte ist hier, wenn mir jetzt dieses WLD, das ist das Geheimnis der Vordersprache, weil das ein Matrix-Code ist. Ich habe jetzt nur die Buchstaben Welt mit dem hebräischen Zeichen, das ist ein polarer Rand. Das ist die Welt einer Gedankenwelle, die in der transversale Licht ist eine Transversalschwingung, in dir auftaucht und immer wieder in dich reinfällt. Von Gedanke zu Gedanke, jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Augenblick. Es ist zigfach drauf. Und diese Facetten, die jetzt in dir Gestalt annehmen, das sind deine Schöpfungen. Schöpfen heißt, aus dir heraus und auftauchen lassen, wieder in dich reinfallen lassen. Das Newtonsche Gesetz, Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Werfen wir einen Ball und dann wenden wir F gleich ma an. Demnach können wir die Position und das Momentum oder die Geschwindigkeit an jedem Zeitpunkt... Jetzt wissen wir natürlich, dass dieses Mom hebraisiert heißt ein Fehler, weil das wird ja etwas Ausgedachtes und sobald du dir was ausdenkst, lebst du in dem Mom, dass das, was du dir jetzt ausdenkst, da außen ist und du nichts damit zu tun hast. Jetzt sage ich wieder Schnipp und jetzt denk an den Mond. Mhm. Wo ist der Mond jetzt, den du denkst? Warum ist der jetzt eigentlich da? Weil ich das Wort Mond ausgesprochen habe. Im Anfang war das Wort. Ja. Position ist immer hier und es ist immer jetzt, egal was du denkst, egal wo du das hindenkst. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Jetzt frag dich einmal, was eventuell in dir drin ist, dass du das nicht wahrhaben willst, dass du dich weiterhin narren willst und meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Dass du in dem Wahn lebst, dass du dich retten müsstest. Dich. An was denkst du, wenn du an dich denkst? An den Körper, der jetzt da ist, war der die ganze Zeit da? Kannst du das beschwören? Dann schwörst du an Meinheit. Und feststellen. Klingt super, oder? Funktioniert leider nicht im kleinen, aber feinen Reich der Quanten. Da kommt uns die Heisenbergsche Unschärferelation oder das Unschärfeprinzip in die Quere. Das sind alles Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, wenn du das studierst. Das hängt natürlich immer von deinem Intellekt ab. Wenn ich mir jetzt einfache Menschen denke, die können mit Werner Heisenberg überhaupt nichts anfangen. Dann welche, die ein bisschen Allgemeinbildung haben, wenn du die fragst in deinem Traum, die werden sagen, ja, das ist ein Physiker gewesen, aber was der da blickt ja sowieso keiner durch. Das sind doch so die ganzen Äußerungen. Und welche, die das studieren, die meinen, das ist der Weisheit letzter Schluss. Aber das gilt doch, egal was du studierst, für jeden Sektenheini, der irgendwie sich zusetzen lässt von einem Guru, was stimmt, sobald du diese Logik dir einhandelst, wie einen Virus, leidest du unter diesem Virus. Und dem Wahn, dass du glaubst, du wüsstest, was richtig ist. Und sobald einer irgendwas anders behauptet, ist das sowieso bloß ein Schwätzer. Das Prinzip, kurz Hub, besagt, wir können... Interessant. Ja, genau. Das Prinzip ist Hub, Heisenbergs. Ein. Ich will jetzt da nicht so arg, wir schauen uns bloß den Hub ganz kurz an. Wir können ja den hebraisieren, dann kriegst du sowieso immer die richtige Antwort. Das ist die Quintessenz B86 Elayom, der vor allen Dingen steht und blau gelesen ist, ist das wahrgenommen aufgespannte Wissen. Mhm. Das ist Hub. Passt. Es passt immer, immer. Alles, du wirst von mir nie hören. Niemals, wenn irgendetwas in dir auftaucht, dass das nicht wichtig wäre. Wie ich dick. Im Zentrum, im Mittelpunkt eine Erscheinung. Müssen wir jetzt Kamera obscura. Ich mache Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Wir können nicht die exakte Position und das Momentum gleichzeitig bestimmen. Wir können nicht, das ist jetzt der trügerische Fall, wir können nicht die exakte Position und das Momentum gleichzeitig bestimmen. Doch. Nochmal. In die Quere. Das Prinzip, kurz Hub, besagt, wir können nicht die exakte Position und das... Doch. Es ist hier. Es ist immer hier. Egal, wo du dir räumlich oder zeitlich was hindenkst. Wo ist jetzt der Mond? Hier. Wo ist jetzt Einstein? Hier, weil ich in mir denke. Und der Heisenberg ist hier. Das Momentum gleichzeitig bestimmen. Hebraisiert Mom. Ein Fehler. Mhm. Eine Körperbehinderung. Können wir jetzt ganz einfach machen, in dem Moment, wo du dir den woanders hindenkst, fehlt er in dir. Mhm. Es ist ein Körper, der dich behindert, weil du meinst, du hast mit dem nichts zu tun. Ein gewisser Magel, weil du dich nämlich in Stücke zerreißt. Aber ich sage, das sind Puzzlestücke, die als Ding an sich überhaupt nicht zerstört werden können. Mein Beispiel ist,
Denk dir einfach eine Filmdatei oder eine große Datei, da sind jetzt Geräusche drauf, ein Film und es sind Einzelbilder drauf. Auf der Datei selbst sind weder die Bilder noch die Geräusche. Es ist einfach nur eine Zahnstruktur. Und in dem Moment, wo du den Film laufen lässt, berechnet die Maschine, ich sage immer, du spiegelst das heraus, Bild, 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 immer jetzt. Und jedes Geräusch, das in dir auftaucht, taucht jetzt auf. Und du verstreust aber das jetzt wieder gedanklich um dich rum, obwohl das nur jetzt Momente sind. Und jetzt mache ich immer die kleine Brücke zu dem Spiegeltunnel. Wir machen zwei Spiegelchen, machen ein Lämpchen dazwischen und dann schauen wir uns diesen Spiegeltunnel an. Und wenn du jetzt in den Tunnel reinschaust und du siehst vor dir auf der Z-Achse, nenne ich das, diese vielen Lämpchen, muss dir klar sein, dass wenn ich weiß, wie das funktioniert, ich sage, ich erhebe mich jetzt einmal und ich schaue den, der in den Spiegeltunnel reinschaut und ich beobachte den, der sagt, boah, sind das ein Haufen Lampen, sehe ich bloß den Deppen, der in den Spiegel reinschaut und für die Lampen sieht, die sich hochspiegeln. Das wird herausgespiegelt, aber was du herausspiegelst aus dem Spiegel, befindet sich nicht außerhalb des Spiegels. Das beginnt schon, dass wenn du jetzt dich normal gesprochen vom Spiegel hinstellst und dich im Spiegel anschaust, das Spiegelbild, du selbst, der hinter dem Spiegel zu stehen scheint, ist im Spiegel, nicht hinterm Spiegel. Das ist eine Illusion. Ja. Und genauso ist es, dass diese Einzelbilder, die immer jetzt in dir auftauchen oder die Einzelgeräusche, dass die niemals aus dieser heiligen Datei herausgenommen werden. Sie werden nur herausgedacht, herausgespiegelt. Verdammt, was wissen wir dann? Was wissen wir? Wir wissen die Menge an Energie und die Wellenfunktion, die ein Partikel besitzt. Diese so überaus wichtige Information versteckt sich leider in der Schrödingers Gleichung. Oh. Diese Schrödinger Gleichung, die wir uns hier, das klingt jetzt, da schalten die meisten scharf und ich will dir das ganz einfach erklären. Wenn wir diese Schrödinger Gleichung machen, na, ich lasse es da weiterlaufen, sonst wüsste ich zu gehen. Und hör einfach zu, ich erkläre es ganz, ganz einfach. Die müssen wir ran. Also müssen wir die jetzt mal auseinandernehmen. Keine Sorge, falls er nicht so ganz mitkommt. Selbst Schrödinger wusste eine Zeit lang nicht, was seine eigenen Gleichungen so richtig bedeuten. Setzen wir uns mal ein Quantensystem auf. Wir schieben ein Elektron in eine Box. Und lasst uns versuchen, so viel es nur geht. Das ist jetzt übrigens schon mal die Kiste. Mhm, ja. Die Kiste beginnt schon mal mit einer KI. Es ist ganz einfach nur eine KI, eine Kiste. Und jetzt, du musst wissen, in der Welt deines Denkens, du bist ein träumender Geist. Wenn ich jetzt zu dir sage, denke mal an eine Kiste, sind jetzt hast du mal Worte da. Ob jetzt die Worte, ich betone es immer wieder, ob du die optisch siehst, auf einer VR-Brille, sprich auf einem Monitor, auf einem fetzen Papier, den du dir ausdenkst, den Monitor und das Papier, es bleibt deine Information, ob jetzt dort das Wort Kiste steht oder aus welchem Grund auch immer, du hörst jetzt das Geräusch Kiste. An was denkst du, wenn du an der Kiste denkst? Sagst du mal an das Wort Kiste. Okay? Ja. Wenn ich das wiederhole, ist ganz wichtig. Und erst diese Kiste bekommt erst ein gewisses Material, die du denkst, wenn ich dich frage, aus welchem Material besteht die Kiste. Solange du dir das Material nicht denkst, existiert das Material nicht. Aus Holz, aus Pappkarton. Aber interessant wird es jetzt, was ist in der Kiste drin? In der Kiste ist erst was drin, wenn du dir was reindenkst. Ja. So, wir denken uns jetzt eine Kiste, wo ein Elementarteilchen drin ist. Okay. Setzen wir uns mal ein Quantensystem auf. Wir schieben ein Elektron in eine Box. Und lasst uns versuchen, so viel es nur geht, über den kleinen Kerl herauszufinden. Wo er sein könnte, sein Energieniveau und all die Antworten, die sich in der Gleichung verbergen. Ich werde euch hier versuchen, die Gleichung so simpel wie möglich zu halten. Dieses Zeichen hier, das ist der Buchstabe Psi und er steht für die Wellenfunktion, die uns sagt. Es beginnt natürlich hier schon nur das Psi alleine. Schau, wenn du es wirklich verstehen wirst, ich betone immer wieder, mir geht es, dass du das Grund, du hast hier und jetzt in diesem Leben einzig und allein zu erkennen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Ich erkläre dir, was du bist und was deine Gedanken sind und ganz, ganz grob, ganz wirklich in Vereinfachungen von Vereinfachungen, wie du funktionierst. Wenn wir genauer werden wollen, wirst du dich mit jedem einzelnen Wort, wirst du zuerst einmal ein 400-Seiten-Buch aus einem Wort machen müssen, zum Beispiel jetzt aus dem Buchstaben Psi.
Schau, du hast doch einen Computer, jede Internetseite Psi ist der 23. Buchstabe, das ist sehr wichtig. Wenn du jetzt das Hebräische noch dazu nimmst, ist es das imaginäre Shin, ja. Der 23. Buchstabe, der nicht existierende Shin mit den vier Achsen. Mhm. Wenn wir jetzt diesen Psi als Buchstaben anschauen, wirst du feststellen, dass hier riesen, ganz, das hast du mal ganz, ganz wichtig, eine, die Gamma-Funktion. Was ist, jetzt kommen natürlich diese wieder Formen, wo keiner mitkommt, muss man alles nicht wissen. Ich sage dir gleich, das ist das unnötigste Wissen der Welt überhaupt. Das ist die Sackgasse, wo die Naturwissenschaft sich selbst hineingeführt hat. Es ist ein vollkommen überkomplexes Weltbild, das nicht der Wirklichkeit entspricht. Es ist zerdacht ins Unendliche und bei diesem Zerdenken hat man vergessen, was die Einheit ist, die am Anfang steht, was Gott ist. Aus dem alles entspringt. Was der Geist ist, der sich das ausdenkt, der existiert in dieser extrem zerdachten Welt nicht mehr. Die Gamma, wir haben hier die Dimension, wir haben das Die, haben wir schon wieder, die Öffnung deines Intellekts ist das da mal ein Gamma. Und Gamma ist schlichtweg und einfach, wir können das gerne mal hier, die haben wir dir, die Gamma. Wir müssten das natürlich jetzt, was im Lateinischen war das, schau, ein die Gamma, weil das ja aus dem Griechischen kommt, die Gamma ist schlichtweg ein Zinsbuch, aber wenn wir ins Griechische reinspringen, sage ich es dir gleich, die Gamie, ein zweimaliges Heiraten, die Bigamie, Gamma ist schlichtweg und einfach der dritte Buchstabe. Das heißt zwei Gammas. Schau, der Gamma heißt das erste Mal hier, das Gamma ist der Buchstabe G, das Gimmel. Und dann führst du zwangsläufig ein Digamma. Schau mal, ob das da drin ist. Das heißt, ein auseinandergeschmissenes Gamma ist eigentlich ein auseinandergeschmissenes Gamma. Was mache ich denn? Na, das ist als einzige. Halt, Entschuldigung, Entschuldigung. So, das Doppelgamma, ein Digamma, es sind zwei Gimmel. Interessant, wenn wir zwei Gimmel machen, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt erst einmal Gimmel, Gimmel machen. Gimmel. Dann kriegst du hier unser Dach, das Ausgedachte. Ganz wichtig, das Dach, 2G ist dann 6. Oder wir machen die 33 draus, dann kriegst du die Welle. Die brauchen wir dann im gleichen Wellenphänomen, ganz wichtig. Diese Welle, die zwangsläufig natürlich die Welle, die Woge, die auch ein Trümmerhaufen ist, das ist die Welt einer Gedankenwelt. Sehe ich das als Wellen oder als Trümmerhaufen? Dieses, ich sage jetzt nur die Psi, die Wellenfunktion. Die Wellen sind das, was du dir überlegst. Das Fundament F unter die Facetten, wir sind wieder bei der Kraft, F, M ist A, F ist M mal A. Dass du dir was überlegst und Mendior sich etwas überlegen und Lügen verbleiben. Sagt, wo ein Teilchen sein könnte, aber nicht wann. F gleich immer erlaubt uns... Das sagt, wo das Teilchen ist, aber nicht wann das Teilchen auftaucht. Ich sage, die Fragen beantworten sich von selbst, wenn ein Teilchen in dir auftaucht, wenn der Gedanke in dir auftaucht, ist er hier und du denkst ihn jetzt. Jetzt. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Was nicht hundertprozentig sicher ist, dass jetzt der Mond irgendwo da oben am Himmel ist. Zeig ihn mir. Zeig mir jetzt den Mond. Jetzt hängt es davon ab, welche Tageszeit jetzt ist. Es gilt nämlich auch für die Tageszeit. Egal, welche Tageszeit du dir denkst, wenn du die denkst, denkst du die jetzt. Es kann bloß jetzt Nacht sein und es kann bloß jetzt Tag sein. Das ist übrigens Schrödingers Katze. Solange du nicht in die Kiste reinschaust, ist die Katze lebendig und tot. Okay, jetzt machen wir das einmal anders. Ist jetzt das, wir denken uns eine Kiste aus und ich frage dich, ist in der Kiste jetzt hell oder dunkel? Solange du nicht reinschaust, ist beides gleichzeitig. Und in dem Moment, wo du in die Kiste reinschaust, siehst du entweder hell oder dunkel. Jetzt mache ich das einmal anders. In dem Moment, wo du als Brösel das Gefühl bekommst, wach zu sein, wach zu werden, unmittelbar im Moment des Wachwerdens, denkst du an dich, dich meinetwegen in einem Bett liegen mit geschlossenen Augen. Und jetzt musst du dich fragen, ist es jetzt, wenn ich die Augen jetzt aufmache, hell oder dunkel? Du weißt es nicht. Du musst in die Kiste reinschauen, das heißt, du musst die Augen aufmachen. Und dann wirst du ihn wieder hell oder dunkel sehen. Okay? Richtig, ja. Interessant ist, dass die Kiste ist die Kamera in unserer Kamera Obscura.
Und das Wort Kiste heißt eigentlich bloß Gewölbe. Kamera heißt nicht Kiste, sondern Gewölbe, wobei eine Kammer ist eigentlich ein Gewölbe und das ist dein Gesichtsfeld, wenn du die Augen aufmachst, dass du auf der VR-Brille siehst. Du bist aber der Punkt in der Kamera Obscura und die Gegenseite des Obscure ist dann in dir, in der Finsternis, in Krishna, in der Einheit. Ja. Was ich dir auch immer damit sage. Ja. Merkst du, wie sich das plötzlich alles knüpft? Wunderbar. Ist das zwar, aber die Schrödingers Gleichung ist da sehr streng. Wir können nur schätzen, wo es vielleicht sein könnte. Nehmen wir mich als Beispiel. Also das alles kannst du jetzt schon wegmachen, egal wo du dir was hindenkst. Du musst nicht schätzen, es ist hundertprozentig hier und jetzt in deinem Kopf und zwar in dem Zentrum der Kamera Obscura. Als ich 12 war, in meinem Zimmer hatte ich eine Playstation stehen, ein Bett und meine Hausaufgaben, die auf mich gewartet haben. Wo würdet ihr mich vermuten? Nun, es wäre zu 80% sicher, es wäre die Playstation. Es wäre aber auch eine Wahrscheinlichkeit von 19%, dass ich gerade schlafe. Und eine 1%ige Chance, ich würde lernen. Doch bevor niemand von euch in mein Zimmer reinplatzt und es rausfindet, können wir uns einfach nicht sicher sein. Genauso verhält es sich mit unserem Elektron. Wir können nur ungefähr wissen, wo er sein könnte. Wir werden es erst rausfinden, wenn wir messen. Wieso? Das Messen ist natürlich für sich alleine schon eine Sache, da müssen wir uns jetzt erst einmal Gedanken machen, was das Wort Messen bedeutet. Und schon das jetzt wieder, haben wir wieder ein Wort, wo wir 400 Seiten Buch machen müssen. Ich tue so mal ganz, ganz einfach hier das Messen selber etymologisch, wenn du schaust. Wirst dich jetzt wundern. Das ist einmal das Erste, was man macht, eine bestimmte Größe überprüfen. Wie groß sind verschiedene Größen, die du dir bloß denken kannst? Die Größen in dir sind immer letztendlich Informationen und Informationen werden so groß sein, wie du sie dir denkst. Wie oft sage ich jetzt, denk einmal bitte an eine Erdkugel und dann sage ich, ich will schon weg und jetzt denk an einen Tischtennisball. Oder an ein Atom oder ein Elektron. Mhm. Und du wirst jetzt feststellen, dass du zuerst einmal abstrakt an was Rundes, an eine Kugel denkst. Gleichgültig, ob du an eine Erdkugel denkst oder ob du an einen Tischtennisball denkst. Aber solange du dir die Erdkugel denkst oder den Tischtennisball denkst, die ja hundertprozentig sicher nur eine Information sind, wenn du sie denkst. Ja. Wie groß sind, ist, kann die Erdkugel in deinem Kopf so groß sein, wie du sie dir denkst? Es wird so groß sein, wie du dir das denkst. Obwohl das in deinem Kopf als Information eigentlich gar nichts ist. Mhm. Was ist eigentlich in deinem Gehirn drin? Nicht einmal das Bild. Und wenn du es jetzt sinnlich wahrnimmst, was ja bei der Erdkugel gar nicht geht, die Erdkugel als Ding an sich hat noch nie einer gesehen, jetzt kannst du wieder sagen, ja, die Astronauten haben es gesehen. Dann sage ich, du erschaffst jetzt einen Astronauten, den du dir denkst, und du denkst dir, dass der von da oben die Erde gesehen hat. So wie du dir denkst, dass die Erde ausschaut, wenn man die vom Himmel aus anschaut. Aber ist das nicht alles bloß vorgestelltes Wissen, das du vom Hörensagen kennst? Ja, absolut. Das komplett austauschbar ist. Ich sage immer wieder, wenn man dir erzählt hätte, die Welt wäre Käsewürfel, dann würdest du an einen Käsewürfel denken, wenn du so programmiert bist. Ja. Das ist hundertprozentig dicke. Und jetzt kommt natürlich mit dem Messen, wenn wir die Vordersprache dazu machen, was du wirklich erkennen, das ist ein Computerprogramm. Im Anfang ist das Programm, im Anfang ist der Intellekt, die Daten und das Verknüpfungssystem im Arbeitsspeicher. Du bist der Computer, du bist der Geist und in Verbindung mit diesem Wissen erschaffst du in dir Welt. Und zwar in Maßsetzung der Daten und der Software, der Logik, die du zum Denken benutzt. Und die kannst du extrem erweitern. Schau zum Beispiel jetzt, das erste Mal kommt das Med, denk wieder an den Meter, Med, M-Ed, Gestalt gewordene Zeit. Ja. Ed ist eine augenblickliche Erscheinung. Unten eine augenblickliche Erscheinung oder rot gelesen, die Quelle des immer da sein. Und das Ganze nennt sich ein Zeitpunkt. Mhm. Also Zeit ist keine Dimension, wir können das uns auseinanderdenken. Aber egal, was du denkst es jetzt. Ja. Es ist jetzt, darum ist bei Lichtgeschwindigkeit, wird Zeit zu Ewigkeit. Und das nächste Problem ist, bei dem Wort Ewigkeit denkst du an eine große Zeitspanne von der Vergangenheit in die Zukunft. Nein, Ewigkeit ist der Punkt in der Mitte, ja, aus dem alles entspringt. Das ist dieser Zeitpunkt. Und von diesem Zeitpunkt M, Gestalt geworden, unsere Gestaltwerdung aus dem Zeitpunkt. Das wird jetzt hier definitiv die Endzeit. Mhm. Ist dieser Zeitpunkt. Und in dem Zeitpunkt ist eine G-Schichte. Das sind verschiedene Schichten, geistige Schichten. G-Quadrat wird zu gewissen Schichten. Das sind die Schichten in einem Spiegeltunnel, die aber letztendlich
absolut gesehen alle sich in dem Zentrum befinden. Die Spiegelungen, die du, die Lämpchen, die du um dich herum laus spiegelst, in einem Tetraederspiegel, um das dreidimensional zu machen, sind letzten Endes nur der eine Spiegel im Kehrwert, nur das eine Lämpchen im Zentrum des Tetraeders ist das Licht. Das ist das rote Licht. Ja. Ungefähr. Das Messen, halt, muss ich nur ganz kurz weitermachen, bisschen noch. Das kommt jetzt, jetzt wird es ganz interessant, wenn wir hier runterfahren, pass auf, dass das zuerst einmal für etwas Sorgen an etwas Ed, doppelt aufgespannt, etwas. Was ist dieses Ed, was ist dieser Zeitpunkt? Du sorgst dafür, dass da etwas waff, doppelt aufgespannt wird. Das ist eigentlich, wenn wir es hebraisieren, das ist sein Zeitpunkt mit Waffamin. Ja. Rein grammatikalisch richtig. Das, was du das Maß nennst, schau dieses scharfe S, wissen wir, ist ein Better. Das heißt von Gott, von dem Nichts. Die lassen sich alle verbinden. Du wirst für etwas sorgen, in dem Moment, wo du an etwas denken. DN, die geöffnete Existenz, ist ein Urteil. Klatsch. Das ist wie existieren. KN heißt Fundament. Ja. Die Basis, worauf man tritt. Habe ich tausendfach erklärt. Und bedacht sein. Denk an das die Gamma. Ich soll es nochmal reinmachen. Das ist es, die Gamma. Et bedacht sein. Wohlgemerkt, ich denke mit einer Komplexität. Jetzt ist dieses Mediari, ist ein Nachdenken, ein ruhendes Denken, Enchet, in seinen Kollektionen denken. Nachsinnen. Dieses ruhende Bewusstsein ist innen rot gelesen. Mit der Vordersprache kannst du etwas folgen. Und das ist ganz interessant. Wir schauen uns mal das griechische Wort, das etwas sorgen, schauen wir uns mal griechisch an. Und zwar machen wir zuerst einmal dieses Mede. Da ist der Oberwalder, der Beherrscher von dem, was er sich ausdenkt. Der Beherrscher in E-Quadrat ist der Herrscher. E-Quadrat brauchen wir in der Einstein-Formel. Die Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Das ist dieses Ob. Kreisende Polaritäten sind doppelt aufgespannte Existenzen von Gott in einer Reihe. Ich weiß jetzt, entweder kommst du mit oder du kommst nicht mit. Da bleibst du noch ein bisschen da. Nochmal. OB, kreisende Polaritäten sind doppelt aufgespannt im Nichts in einer Reihe. Dir. Passt, oder? Passt. Super. Was braucht man dann noch? Super. Und dann geht es SDI. Das ist ja ganz dieses raumzeitliche Spiegelung. Siehst du, da haben wir schon unsere Wasserwellen in einem gewissen Maß. Da, schau her, da haben wir zum Nullpunkt unsere kreisenden Wellen mit der Nulllinie in der Mitte. Von wo? Doppelt aufgespannt kreisen. Von wo? Woher? HR, wissen wir, heißt der Berg, der Wellenberg. Ja. Von woher kommt das Ganze eigentlich? Wo wir es erwarten? Wo erwarten wir eigentlich das ganze Zeug? Gut. Okay? Mhm. Woher auch im Meer Sie etwas lernen können? Du kannst es nur lernen. Oder als doppelt aufgespannter Ort geschrieben. Ja. Aus dem Beherrscher selber, der das beherrscht, was er sich denkt. Ein Denkmeister, ein Genie. Was ist ein Genie? Ein Genie ist das da mal ausgedachterweise ein Mensch wie jeder andere Mensch auch. Der einzige Unterschied von dem Genie zu einem normalen Menschen besteht darin, dass er all das sieht, was normale Menschen sehen, dass er all das denken kann, was normale, normierte Menschen auch denken. Er kann all diese verschiedenen logischen Systeme nachdenken. Er wird niemals sagen, egal was irgendeiner, der in ihm auftaucht, behauptet, dass das nicht stimmt, weil er sich in diese Logik hineinversetzt und sagt, wenn ich mit dieser Logik diese Vorstellungen aufbaue, dann werde ich genau das erleben, was ich mit dieser Logik in mir aufbaue. Ja. Das kann ein Genie, aber er kann dann im Gegensatz zu normalen, normierten Menschen all die verschiedenen sich widersprechenden Logien nachdenken und nicht nur die eine, die ideologisch erscheint und die anderen bekämpfen. Ja. Ein Genie wird niemals irgendein logisches System als unlogisch definieren. Für mich sind die Zeugen Jehovas vollkommen logisch, aber die Katholiken sind für mich auch logisch. Und die Sachen, der Schwuppler, der Corona-Leugner,
Wobei ja kein Corona-Leugner Corona leugnet. Das sind ja auch schon die Lügen. Ist es für mich vollkommen logisch, dass aber die normalen, geistlosen Schwätzer der Mainstream nach Effort der Mainstream-Presse sagen, ist für mich auch logisch. Weil wenn ich nur auf diese extrem fehlerhaften, einseitigen, logischen Perspektiven von Wissen zurückgreife, wird mir das nur das logisch erscheinen, was ich ihm nachäffe. Ja. Und ein Genie interessiert sich für alle Perspektiven und das erkennt dann plötzlich die höhere Ordnung im Hintergrund. Ein Genie weiß plötzlich, dass man eine Tasse überhaupt, Entschuldigung, dass man eine Tasse nicht definieren kann, der Henkel ist rechts. Dass ich nicht behaupten kann, eine Küche ist ein Kühlschrank. Oder ein Herd. Ja. Dass es eine Kollektion ist von ganz ein Zim mehr, Z im Meer, eine Geburt im Meer, die ich jetzt ganz definitiv als Küche. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass in einem Schlafzimmer kein Bett steht, aber ein Herd oder ein Kühlschrank steht. So wenig wie in einer Küche wahrscheinlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, in einer Küche kein Bett steht. Weil das genaue Definitionen sind von Kollektionen und nichts anderes ist es mit Wissenselementen. Mit Wissenskollektionen, die du vertrittst. Ja. Sobald du in ein bestimmtes Wissen, das im Widerspruch zu anderem Wissen steht, einsperrst, ob du das politische Logik, eine politische Partei nennst, ob du das jetzt eine Sekte nennst, eine Glaubensreligion nennst und du lebst in dem Wahn, dass du meinst, das, was du glaubst, ist einzig richtig, weil dir ja vollkommen logisch erscheint, dass das, was die anderen behaupten, vollkommen unlogisch ist. Darüber musst du dich erheben. Ja. Weil es uns die Wellenfunktion vorgibt. Ja. Es gibt uns vor, wo sich ein Teilchen höchstwahrscheinlich auffällt. Das Problem mit einem Teilchen im Gegensatz zu... Das ist schon, das kannst du jetzt eigentlich schon ausmachen, weil das nämlich die Falle ist, egal welches Teilchen, egal wo du dir das hindenkst, es ist hundertprozentig hier und jetzt und es ist, weil du es denkst. Genau. Zu mir ist die Superposition. Ihr habt natürlich von der Schrödingers Katze gehört, mit der gern die Superposition erklärt wird. Die Katze ist tot und lebendig, bis wir die Kiste öffnen und die Katze gezwungen wird, sich für einen Zustand zu entscheiden. Aber das ist schon jetzt nochmal mit der Kiste. Wir haben diese Kiste, wo wir nicht reinschauen. Der ganzen Vorgang mit den Atomen, mit Auslösen, mit Töten der Katze ist immer vollkommen gleichgültig. Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Ich nenne das einfach mal hell oder dunkel. In der Kiste ist entweder hell oder dunkel. Und nochmal die Kiste, wir können das jetzt Kammer nennen, eine Kammer nennen, die Kamera Obscura. Du schaust immer in deine eigene Kiste, in deine Kopfkiste. Du denkst jetzt, dein Kopf ist eine Kiste. Und du siehst, was du siehst, muss in deinem Kopf rot gelesen, beroschet inmitten dieses Kopfes. Ich rede jetzt nicht von einem ausgedacht existierenden Kopf, sondern von dem, der immer ist. Der träumende Geist ist immer derselbe träumende Geist, egal was er träumt. Es ändern sich seine Informationen, aber nicht der, der das erlebt. Ja. Du hast dich in dem jetzt ausgedachten Leben als den, der du zu sein glaubst, vom Säugling bis zu dem Körper, der du jetzt bist, wenn du an dich denkst, deine Information, der bist du nicht, du bist der, der sich den Körper ausdenkt, in den du dich einsperrst, einhüllst und du meinst, du könntest ohne den Körper nicht leben. Leben, du hast nun einmal verstanden, was Leben hast. Du klebst förmlich an dem Leben deines Körpers. Wobei das Wort kleben, K-Leben, hier wieder alles erklärt, halt, wir müssen das dahin. Schon das Wort kleben erklärt dir wirklich alles. Wenn wir das jetzt hebraisieren, ist eine auseinandergeschmissene polare Existenz. Ein Lebstoff, was ist der Leb, was ist der Stoff, aus dem die Träume gemacht sind? Man spricht doch vom Stoff, aus dem die Träume gemacht sind. Und da, wenn du dich jetzt reinliest, wenn du dir Zeit machst, dann wirst du irgendwann mal feststellen, das Klippen, ein Festsitzen, ein Anhangen. In einem gewissen Maß bist du da fest eingesperrt in diesen Körper, in diesen Kopf, der blaue Kopf jetzt, der gar nicht existiert. Und dann kriegst du Leib, jetzt kriegst du das Leid, das dich einhüllt. Übrigens, da hast du jetzt den Eid. Ja. Mein Eid? Oder wirklicher Eid? Kannst du es beeiden? Und jetzt kommen wir schon langsam im griechischen Glia. Jetzt rauschen wir langsam auf die Welle zu. Das sind deine Gedankenwellen. Du bist immer der Mittelpunkt dieser Gedankenwellen. Und du landest dann irgendwann in dem Zahlenreich. Ich erzähle dir jetzt etwas. Es geht hier nur um Zahlen. Denk an den Anfang vom Trailer Matrix, wenn die Zahlen so runterlaufen. Und die Zahlen sind auch Buchstaben. Ja. In einer Erweiterung der verbreiteten Wurzeln GL. Jetzt sind wir wieder bei unserem
Ich kann jetzt das auch lesen, der Geist Gottes. Und der bald in sich, beall, im Gott, in nichts, bald er dieses ganze Leben, diese ganzen auseinandergeschmissenen Existenzen, ballen sich zusammen in den einen Mittelpunkt, dem absoluten Mittelpunkt. Und sobald du eine Information von dir zu sehen bekommst, befindet sich die immer in dem absoluten Mittelpunkt, wobei jetzt deine Information schon ein ausgedachtes Innen ist, nicht das absolute Innen. Genau. Ja. Und du kriegst dann immer mehr mit Holofeeling, was dir auch Angst machen kann. Boah, das lerne ich ja nie. Und ich sage, Kleine, du wirst dich wundern, wie viel Zeit du von mir kriegst. Unendlich viel Zeit, um das zu verstehen. Momentan wird es mir reichen, wenn du weißt, was du bist und was deine Gedanken sind. Und wenn du niemals mehr, auch nur einen Augenblick, Angst hast vor irgendeinem Gedanken, der in dir auftaucht. Und auch überhaupt keine Angst mehr hast, wenn sich der Gedanke wieder auflöst, weil das ist ein ganz normaler, normierter Vorgang von Augenblick zu Augenblick. Jeder neue Gedanke, der jetzt in dir auftaucht, zerstört den bestehenden Gedanken. Das gilt auch für deine sinnlich wahrgenommenen Informationen, ist auch für das, was auf deiner VR-Brille ist. Hier ist Schluss. Dreh den Kopf, schau einfach. Und du wirst dich wundern, es taucht mit jedem Blickwinkel tauchen neue Bilder in dir auf. Und nochmal, wenn du in die Kiste reinschaust und die Kiste sind Kollektionen von Wissen, das sind einfach nur Dateien wie eine Bilddatei oder eine Filmdatei. Sobald du in die Kiste reinschaust, wo alles gleichzeitig ist, bricht die Wellengleichung zusammen. Hier in dem Beispiel ist es ja nur, lebt die Katze oder ist sie tot? Ich mache das komplexe, ich sage, du denkst jetzt einfach an der Kiste, die nimm mal Küche und jetzt schau in deine Küche hinein, rein gedanklich. An was denkst du, wenn du in die Küche hineinschaust? Und du wirst feststellen, du musst jetzt an irgendeinen Blickwinkel denken. An den Herd, an den Kühlschrank, an Wasserhorn, ans Fenster, an das Schränkchen, an den Topf, an den Salzstreuer. Jetzt bricht die Wellengleichung zusammen und jetzt hast du dein Bild. Aber das ist eine Facette aus dieser Kollektion. Das bedeutet die Schrödingers Katze. Jetzt bring mir doch einen Physiker, irgendjemand in deiner Welt, der das weiß, was das bedeutet. Und dann kriegst du dieses Gesapper zu hören, das du hier hörst, ohne eine genauere Erklärung. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Bitte, bitte behaltet diese Vorstellung von Schrödingers Katze nicht bei. Meiner Meinung nach ist es eine Analogie, die höchst falsch interpretiert wird. Und was das mit einem Paralleluniversum zu tun hat, erfährt ihr in der nächsten Episode. Aber so viel sei sicher. Da wir nicht wissen, ob die Katze nun lebendig oder tot ist, bis wir es checken, befindet sich die Katze in einer Superposition, wo es beides ist. Das ist natürlich schon wieder so ein riesengroßes Wort, weil wir nämlich wissen, dass dieses Sub das absolute Ende ist. Ja. Mhm. Das ist das absolute Ende. Das ein Sub. Mhm. Das höchste über der Coverline, über den Sephirot-Baum. Ja. Das nicht existierende AI, nicht existierende Ende. Schau, subrot gelesen ist das Bewusstsein, ist alles verbunden in dieser Weisheit. Das göttliche Bewusstsein von UB 86, Gott im Meer. Blau gelesen kann man das natürlich auch machen, dann wird es zu einem raumzeitlich aufgespannten Wissen. Immer unser Spiel zwischen den zwei Seiten. Und jetzt ist es, sub bedeutet Ende. Blau gelesen ist ein gespaltenes Zerwölfnis. Und jetzt habe ich die E-Quadrat, das würde ich jetzt groß schreiben, mit E-Quadrat, der Geist ist E-Quadrat. Das heißt, die 3, das Gimmel, besteht erst einmal aus zwei Seiten. Das ist das E-Quadrat, das ist J-C-A-I-C-H und dann haben wir raumzeitliches Wissen. Und dieses raumzeitliche Wissen, SB, wissen wir, heißt, haben wir übrigens dann im lateinischen Wort Spektrum, das heißt Schwelle. Schienwelle ist eine logische Welle. Genau. Und das Ganze ist ein Zerwölfnis. Und da haben wir jetzt schon den Wurf mit drin, das führt dich zu einem Würfel. Und dann haben wir das nächste Problem im Lateinischen, ganz nebenbei, wird das jetzt so extrem falsch ausgelegt. Was ist ein Tesserakt? Ein Tesserakt, ja. Ja. Wenn wir jetzt natürlich wieder nachschauen, schaut, der Serra wird normal übersetzt mit Würfel. Mhm. Der Superwürfel, oder? Dieses eigenartige Ding. Genau. Da steht jetzt ein Achtzeller, 4 Kubus, Tesserakt, Deutsch 4 Strahlen. Der klassische Würfelbegriff mit 4 Dimensionen. Mhm. Das wäre jetzt der Hyperwürfel, haben wir da nicht irgendeinen mit
Schau, wenn du das einmal genau anschaust, diese Animation, da wirbt sich, es stülpt sich, das innere Wölfe stülpt sich nach außen, wird zum äußeren Hülle und kippt dann wieder in sich. Schau, konzentriere dich einmal innen, wenn der Wölfe innen ist, und dann schaust du, der klappt sich und wird zur eigenen Umhüllung. Ja, ja, genau. Okay, gehen wir das wäre jetzt hier an Dali denken, ein Bild von Dali denken, aber ich will, was wichtig ist, ist schlichtweg und einfach, es wird meistens hier als der Würfel, ein Würfel ist kein viereckiger Körper, es ist ein Achteck. Ein viereckiger Körper ist letzten Endes ein Tetraeder. Mhm. Ja. Er hat vier Ecken. Ja. Der Würfel ist ein Achteck. Mhm. Yeah. Das sind so kleine Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen, wo man in irgendeiner Art und Weise in den Vierecken passiert jetzt dieses Wölfespiel. Wir können das nämlich mit einem Tetraeder auch machen, aber das wird jetzt zu weit führen, wenn ich ins Detail gehe, weil du Wissen nur mit einem geistlosen Nachwissen, wichtig ist unsere Superposition, wir haben hier diesen Sub. Mhm. Das Hier und Jetzt ist das ewige Ende, das Sub, das Bewusstsein OBs. Mhm. Ich bin dein absolutes Bewusstsein. Und alles, was du mit Holofeeling zu hören bekommst, ist dein ureigenstes Wissen. Das ist keine Anderung, weil ich nämlich behaupte, dass ich du bin. Alles, was du zu bisher an Wissen zum Denken benutzt hast, wo du gemeint hast, das ist meine Meinung, weil du so programmiert bist. Nein, es ist eine Anderung. Du hast keine eigene Meinung. Was dir gefällt, was du als richtig ansiehst, was du als falsch definierst oder verkehrt definierst, was dir schmeckt und was dir nicht schmeckt, in der Mode, wie du dich anziehst, alles, was dir gefällt, ist nicht deine Meinung. Du bist ein Affe, der irgend zeitabhängig was nachäfft. Zu allen Zeiten hat sich das verändert. Deine religiöse Meinung ist nicht deine Meinung. Deine politische Meinung ist nicht deine Meinung. Das, was ich dir mit Holofeeling erzähle, ist deine ureigenste Meinung, weil ich du bin. Und jetzt rede ich mit einem Geist. Und jetzt musst du nur dieses einfache Schwammbeispiel verstanden haben, wenn man jetzt in einer chronologischen Metapher einen Säugling nimmt und lässt ihn in irgendeinem Land zu irgendeiner Zeit aufwachsen, in irgendeiner Kultur, dann saugt er sich mit dem Umfeld voll wie ein kleiner Schwamm. Mhm. Du bestimmst nicht deine religiöse Meinung, deine wissenschaftliche Meinung, deinen Geschmack. Es bestimmt der Schwamminhalt, der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Ja, absolut. Das ist das, was ist. Ja. Und jetzt haben wir als Nächstes, wir sind ja beim Sub. Und dieser Sub, super, das ist der Weg der Wacht. Mhm. Das sind natürlich jetzt auch der Feinde, wir haben immer zwei Seiten. Das heißt, das erste Mal, du wirst A, U, B, P ist P, H ist F. Du wirst vom Schöpfer U, B in GE-Quadrat doppelt aufgespannt, aufgeweckt. Und dann wirst du zum Wachen, zum Erwachten. Du wirst wach. Ja. Ich bin in dir aufgetaucht, um dich wach zu machen. Aber da muss ich dich zuerst einmal enttäuschen. Ja. Mir erklären, dass du ganz definitiv nur geistlos was nachäffst, Vorstellungen aufpasst, du meinst, das ist alles richtig. Es ist ja auch richtig. Es ist eine Richtung, aber zu jeder Richtung gehört die Kehrseite und alle anderen Perspektiven drumherum. Tipp, rot gelesen eher, die Quelle ist dein eigener Kopf, der rote Kopf. Berosche, die Mitten dieses Kopfes. Verstehe jetzt nicht den Kopf von dem Udo, sondern der rote Kopf, dein eigener Kopf. Der Kopf eines träumenden Geistes ist nicht der ausgedachte Kopf eines Trockennasenaffen, der jetzt da liegt in seinem Schlaf, Z im Meer in seinem Schlafzimmer und aus sich selber ständig wechselnde Bilder in seinem Kopfkino anschaut. Das ist schon alles ausgedachtes Zeug. Das spielt sich in dem roten Kopf ab. Er bedeutet erwacht. Das sind die Spiegelungen. Und bewusst wach und aufgewacht. Betonung liegt auf bewusst. Wenn inmitten einer augenblicklichen Berechnung eine logisch aufgespannte Verbindung auftaucht, entsteht. Entstehen heißt in Bewegung setzen. Aber dieses in Bewegung setzen heißt, dass wir nur in der transversalen Bilder austauschen. Bild, 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 Bild. Alle, die kommen, sind da und alle, die wieder reinfallen, bleiben auch da, weil wir aus dem großen Datei deswegen nichts herausnehmen. Wir spiegeln das um uns herum heraus. Es verlässt uns, was wir uns ausdenken, verlässt uns nur in einer vorgestellten, ausgedachten, existierenden Form. F-O-R. Das ist das, was wir selber losmachen in uns und das ist zwangsläufig das, was uns zufällt. Ja.
Da ist es aber wichtig, dass wir in uns die heilige Ganzheit zerbrechen. Die Geburt von was Erweckten. Mhm. Zerbersten, zerbrechen. Mhm. Die R ist das Äußere. ZR ist zu Form werden. Mhm. Genau. Das ist die Geburt einer Berechnung. Mhm. Einfach nur die Geburt einer Berechnung, einer Ratio. Und das erzeugt dann Angst in uns und so weiter und so weiter und so weiter. Und jetzt kriege ich hier diese Superposition. Die Katze ist auch der Endpunkt, gell? Es ist das Nächste. Wenn man Katze so schreibt, KFZH, das spricht man Katze aus. Das ist der Endpunkt. Aber der Endpunkt eine Ecke. Und jetzt ist eine Ecke, ich nehme eine Ecke, das ist in unserem Tetraeder, erinnere dich hier das Bild. Ich mach mal den, muss ich ganz kurz abspeichern. Pass auf. Bis es nach einer Messung sich für eine Position. Hier. Das ist das Bild, das ist die Ecke. Und jetzt denk statt dieser Ecke das gerade mit dem Würfel, was wir gemacht haben, dass wir das nach innen, nach außen stülpen. Wenn wir hier die vier Ecken, du denkst jetzt einfach einmal ein Kreis. Das kann man doch ganz einfach darstellen. Mal doch irgendwo. Das waren jetzt immer mehr Bilder. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich es habe hier. Kleinen Moment. Das meine ich nicht. Muss man natürlich ein bisschen Holofeeling studiert haben. Hm. Das ist auch nicht. Ich glaube, man muss aufgeben, das finde ich auf die Schnelle nicht. Das soll jetzt nicht sein. Na, auf jeden Fall die Ohrenbohrung, will man jetzt nicht so auch aufhängen. Hier, diese Stelle ist wichtig, das Umstülpen, was man im Desarakt auch sieht. Bis es nach einer Messung sich für eine Position entscheiden muss. Nun, die Superposition verrät uns verschiedene Möglichkeiten einer Position des Teilchens. Und diese Möglichkeiten ergeben eine Welle, eine Wellenfunktion. Sobald wir eine Messung vornehmen, kollabiert die Welle und das Elektron. Das heißt, das Hauptproblem ist bei unserem Einheitskreis, dass ja im Einheitskreis diese glanzische Zeichnung vom Einheitskreis ist ja plus und minus unsere vier Phasen, es sind nur Blickwinkel, die mir in der Z-Achse schaut, das kleine Bild an. Du schaust ja immer, was du dir ausdenkst, kann ich sagen, es ist über mir, unter mir, vor mir, hinter mir. Es ist nein, es ist in dir. Und die Wellenfunktion hier jetzt den Sinus rauszukonstruieren, wie es normal gemacht wird und das zum Beispiel zu einer Zeitachse zu machen, kann ich ja machen. Ich sage nicht, dass das nicht geht. Dann kriege ich den Wellenberg und das Wellental. Wir wissen aber, dass Wellenberg und Wellental sich nicht zeitlich abwechseln, weil was ist es immer jetzt? An die Badewanne denken mit den Wellen. Wenn über die Nulllinie was erhoben wird, wird das gespiegelt im selben Moment auch das Gegenteil erzeugt. Ja. Es gibt nur Wellen. In dem Moment, wo ich mir was hell denke, entsteht im selben Moment auch Dunkel. Und in dem Moment, wo ich an krank denke, entsteht auch Gesundheit. Ich kann aber immer nur eine Seite anschauen. Ich kann das jetzt übrigens hier in dem Moment, wo die den Kollaps der Wellenfunktion dort zeigen, in der Position, wird es immer entweder auf eine Raum- oder Zeitachse verschoben. Mhm. Ich will mal das, merkt ihr mal diese zwei, wenn wir Wellen haben. Kleinen Moment. Das gerade. Das gibt's doch überhaupt nicht. Kollabiert die Welle und das Elektron wird zu vornehmen. Das war ganz kurz nur. Ergeben eine Welle, eine Wellenfunktion. Schaut, ist nur ganz kurz, darum habe ich sie nicht erwischt, ist nicht aufgezeigt worden. Das ist jetzt eine Welle. Jetzt zeige ich mal, ich hoffe, das haut hin. Das müsst ihr mal jetzt sagen, ob das geht oder ob es nicht geht. Ich mache mal ein ganz kleines Computerprogramm. Das ist jetzt ein einfaches Programm. Das machen wir mal den größer. Ich mache da mal eine Welle. Okay. Mhm. Und jetzt tue ich die. Da kann es sein, dass jetzt ist. Da müsste man sagen, ob der Ton dabei ist. Ja.
wird die Frequenz wird jetzt immer höher ja. oder niedriger. Seht ihr das? Ja, ja. In der Ton auch. Immer von 0 zu 0. Mhm. Ist ja ganz erfüllt. So. Es ist jetzt das klassische Problem, wenn wir hier das jetzt darstellen, dass wir einen Sinus und wir denken uns, wenn Berg, wenn Tal. Es ist aber das Problem, dass die doch jetzt alle gleichzeitig da sind. Das heißt, wir fahren schon wieder mit unserem Fokus nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Wir denken uns jetzt aber jetzt oben und jetzt unten. Mhm. Wenn ich jetzt diese Achse, die kann ich jetzt als Zeit definieren oder als eine Strecke definieren. Ich kann das als Zeit definieren, dass ich sage, das sind 20 Millisekunden, 50 Hertz. Nochmal 20 und so weiter und so weiter. Ein Wellenzug, ich kann aber auch sagen, das ist eine Wellenlänge von so und so viel. Zeit und Raum ist austauschbar. Mhm. Es sind wie Henkel rechts und Henkel links. Okay? Ja. Oder wie Denker und Ausgedachtes. Ich kann jetzt hier Folgendes machen, dass ich das jetzt als einen Frequenzmaßstab von 20 bis 20.000 Hertz angebe. Okay, dann sieht es so aus, wenn ich den Ton höher mache. Okay? Du hörst den Pfeifton? Ja. Und jetzt mache ich den Ton höher. Das ist die Deiche. Merkst du, es ist nur eine andere Darstellung. Ah ja. Das heißt, ich setze den hier, meinetwegen jetzt bei so und so viel Herz und das ist eine niedrigere Herzzahl. Ah ja. Mhm. Okay, wenn ich das wieder umschalte, sieht es ganz anders aus. Wir reden nur vom selben, bloß in einer anderen Darstellung. Jetzt haben wir diese Frequenz, verteilen wir jetzt in einer Raumzeitachse. Das sind wieder nur Wahrnehmungsperspektiven. Mhm. Jetzt müsste ich das wieder mit der Fourier-Transformation, da müsste man so viel erklären. Das ist bei Wissen ist so unendlich vielfältig. Und jeder, der das studiert, der meint, er wüsste, was er was überhaupt nicht sehr oft was nachbaut, Vorstellungen in sich auf, die mit der wirklichen Wirklichkeit nicht das Geringste zu tun haben. Die wirkliche Wirklichkeit ist das, was ich dir erzähle. Schau einfach, was jetzt da ist. Hast du jetzt irgendwelche Frequenzen gesehen? Sind doch auch schon wieder Vorstellungen. Was heißt eigentlich Frequenz? Können wir doch ganz einfach nachschauen. Geh doch ganz einfach nach und geh ins Lateinische rein und schau, was Frequenz heißt. Frequ. Frequ wieder drin. Genau. Frequenz heißt, hast du mal häufig in Raum und Zeit. In Raum und Zeit verteilt. Eine zahlreiche Zahl wissen wir, Reih heißt Spiegel. Eine Spiegelkollektion. Mhm. Reih wiederum ist auch der Kopf, je nachdem, wie ich das schreibe. Der Kopf des Schöpfergottes. Bereshit. R-A-I heißt das hebräische Wort für Spiegel. Dasselbe Wort hast du aber auch ein Schauspiel. Im Spiegel. Das sind Spiegelungen, die sich aber nur in diesen Rai, R-A-I, der Kopf des Schöpfergottes, es spielt sich alles in diesem Zentrum des Schöpfergottes ab. Ja. Und diese Spiegelexistenzen, ich mache N, Rai, N, das heißt Spiegel und das N am Ende im Hebräischen heißt ihr. Ja. Steht für Existenzen. Mhm. Das sind Interview, das heißt, das ist das hebräische Wort für in dir selbst etwas anschauen. Du bist doch der Kopf des Schöpfergottes. Ja. Interview. Sehen wir. In dem Spiegel. Aber da haben wir jetzt auch wieder das nächste. SBI, blau gelesen, habe ich dir gerade gesagt, das Bewusstsein ist die Weisheit Gottes. Blau gelesen, die raumzeitliches Wissen. Deines Intellekts erzeugt Egel. Geil, da haben wir die Welle. Ex-Gall. Und wir wissen, das Egel, das goldene Kalb, K-A-L-B. Genau. Runden, drehen und kreisen. Jetzt sind wir in unserem Spiegel. Hin und her, ein Hin und Her. Ein ständiges Kommen und Gehen. Ja. Ich würde so gern wirklich Messung vornehmen. Kollabiert die Welle und das Elektron. Das heißt, dieses Ausgedehnte, wo ich dir gerade gesagt habe, diese Frequenz in Raum und Zeit verstreut, longitudinal, kollabiert jetzt, wenn wir die Maßstab verändern, indem wir sagen, wir setzen es an einen gewissen Frequenzpunkt. Also das Fre muss ich noch mal ganz kurz machen. Interessant ist das Que selber. Fre, das ist übrigens unser Fra, das ist das Wunder, wenn ich das Hebräisch sehe. Ja. Mhm. Fre, Entschuldigung, jetzt machen wir zuerst einmal hier das Fra, das Wilde, der Wildesel, das ist wie Ile, das heißt das doppelt aufgespannte Kind, wer erweckt in sich eine Ecke. Mhm. Diese gewusste Schöpfung und dieses Fre ist Que.
Und das Quer ist natürlich ganz interessant, wenn wir das jetzt wegmachen, weil das habe ich ja so oft. Dem Folgenden wurde Agen die zur Anreihung an das Vorhergehende, das häufig verwendete Vermehrung des Vorausbegriffs. Sowohl als auch. Eine Welle ist sowohl ein Berg auch als ein Tal. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ist in der kleinsten Form der zwei. Ein Tag ist sowohl hell als auch dunkel. Ja, der helle und der dunkle Hälfte. Aber in dem Tag sind die doch gleichzeitig da. Ja. Erst wenn ich mir den Tag wieder aufspanne, von 24 Stunden, sage ich, eine Hälfte ist hell und die andere ist dunkel. Aber in dem Moment schaue ich schon wieder in die Kiste rein. Der Tag ist auch eine Kiste, wo hell und dunkel gleichzeitig ist. Die Welle ist eine Kiste, wo Wellenberg und Wellental gleichzeitig sind. Bis ich reinschaue, dann sehe ich das eine oder das andere. Dasselbe gilt für die Heiligkeit. Die Heiligkiste platzt auf, entweder wenn ich reinschaue. Jetzt schau mal, dann denk an deinen Körperbeter fertig und jetzt sag mir, fühlst du dich jetzt gesund oder krank? Wo war der jetzt übrigens die ganze Zeit, wenn du aufmerksam zugehört hast? Ja, gar nicht. Ja, ne. Und jetzt, wenn du, sobald du an deinen Körper denkst, schaust du nach, ob er gesund oder krank ist. Und du hättest am liebsten, dass er bloß gesund ist. Und damit entheiligst du dich schon, weil das gesund hat immer auch im selben Moment das Kranke im Hintergrund, wo du meinst, ich war vorher krank. Es gibt kein Vorher und kein Nachher. Einem Teilchen. Uff, ganz schön viel Stoff für einen kleinen Dreizack. Nehmen wir uns kurz mal das E daneben vor. Einige von euch haben bestimmt eine Vorstellung, was das E bedeutet. Jetzt genau aufpassen, jetzt wird es richtig spannend. Darum müssen wir das noch ganz kurz machen. Ich hätte so viel noch zu sagen zu jeder Kleinigkeit. Dieses E setzen wir jetzt ganz einfach für das Formelzeichen Energie. Mhm. Immer wieder, ich betone in den Physikbüchern, das sind auch heilige Schriften der Religion, der dogmatischen Religion, aller Religionen der Naturwissenschaft, Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Kann aber selbst nicht vermehrt und vernichtet werden. Mhm. Das heißt, letztendlich, was ich nicht vernichten kann, ist nichts. Und was ich nicht mehr machen kann, ist alles. Mhm. Diese extremen Begriffe von Allah im Hebräischen. Und jetzt genau zuhören. Und könnte. Pausiert hier das Video und schreibt es mir in die Kommentare. Habt ihr? Okay, denn das E repräsentiert die Energie, welches das Elektron benutzen darf. Darf? In der Quantenwelt. Ich bin rot gelesen, das Erwachsene. Mach einfach, ich bin der Erwachte, der jetzt langsam mit Holofeeling zum Sehen anfängt. Und da steckt das Wort Ehe schon mit drin, indem ich begreife, dass ich als Denker, jetzt ausgedachter Ich-Geist, als ein ausgedachter Denker und das, was ich mir als ausgedachter denke, ausdenke, untrennbar eine Ehe eingehe, die untrennbar miteinander verbunden ist. So wie ein träumender Geist mit seiner Traumwelt. Und das im Hebräischen nennt sich Adam. Mhm. Er ist Denker und Ausgedachte. Seger wie Nekoba, das Gedenken und der unterirdische Gang, weil du über den Jordan gegangen bist. Jordan, IRD geschrieben, irdisch. Du bist irdisch geworden. Ein Brösel, der sich einredet, der lebt auf einer Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht, weil er geistlos nachhilft, was ihm seine Lehrer erzählt haben. Stimmt. Welt hat Energie eine Begrenzung, die durch die Wellenfunktion demnach der Möglichkeiten, wo sich ein Teilchen befindet. Das ist, diese Energie hat überhaupt keine Begrenzung. Er redet jetzt von ausgedachter Energie. Ja, eben. Energie ist die 200 Gramm rote Gnede, die von Augenblick zu Augenblick ihre Form verändert. Diese Form der Gnede, ein Pferdchen, ein Tisch, eine Kugel, ein Dreieck, ein Würfel, egal was ich aus der Gnede mache, es ist immer im Meer dieselbe Gnede, aber nicht die G-gleiche Form. GL-gleiche beginnt übrigens wieder mit GL mit Welle. Mhm. Ein E-Ich, ein Ex-Ich, ein auseinandergeschmissenes Ich setze für das Ich das Programm. In Facetten. Ja. Wer hören kann, der höre. Wer nicht hören kann, der dreht halt noch ein paar Runden in dieser Traumwelt. Und jetzt ist es so, dass wir schon eine ausgedachte, du darfst diese Energie in der Einstein-Formel, das E-Quadrat genau genommen, nicht verwechseln mit irgendwelchen Energieformen, die du dir ausdenkst. So wie du dir den roten Kopf nicht mit dem blauen verwechseln darfst, den du dir ausdenkst. Und egal was, es gibt immer einen symbolischen Sinn. Ich bin wieder im Hintergrund bei unserer Metapher. Finden kann, bestimmt wird. Unser Elektron in der Box kann sich nicht außerhalb der Box befinden. Demnach ist die Wellenfunktion. Das heißt, egal, was du dir denkst, egal, wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, es kann niemals außerhalb deines roten Kopfes sein. Mhm. Weil es ja deine Information ist. Ich gehe noch einen Schritt weiter, das kann nicht einmal außerhalb HL
B wird Ballon. Es kann nicht einmal außerhalb sein von dem absoluten Mittelpunkt. Wir denken uns jetzt eine Kamera obscura, eine Kiste, was ja eigentlich nur ein Gewölbe ist, und das Obskure, das, was du jetzt als Außen betrachtest. Denk an das einfache Beispiel hier. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel hinschauen, wir machen hier in die Kiste ein Loch rein und dann haben wir hier die Außenwelt und dann fällt ja angeblich Licht rein. Da habe ich reichlich Videos dazu gemacht. Es befindet sich alles in dem Punkt, weder in der Kammer noch innerhalb noch außerhalb der Kammer. Das ist der absolute Mittelpunkt. Selbst wenn du dir jetzt was ausdenkst, nochmals, denk an Mond. Der Mond ist ja nicht außerhalb deines Kopfes, den du jetzt denkst. Der ist aber auch nicht innerhalb in diesem ausgedachten Inneren deines Kopfes, weil dieses ausgedachte Innere deines Kopfes, deines Gehirns, ist ja auch schon wieder was Ausgedachtes. Es befindet sich immer in dem absoluten Mittelpunkt. Kann man genau erklären auf 20. Am Rand der Box 0. Sonst wäre uns die Möglichkeit gegeben, dass das Elektron sich außerhalb der Box befinden kann. Und wir wissen, dass es nicht möglich ist. Das heißt, die Wellenfunktion hat eine Frequenz. Diese Frequenzen zum Beispiel sind... Das ist das Problem mit dem Vorher und Nachher. Nochmal, Fre ist hebräisiert wild, Weilet, ein doppelt aufgespanntes Kind, das geöffnet wird. Und wir haben jetzt hier das Que mit dem Vorher- und Nachher-Denken. Aber egal, wo du dir was davor oder danach denkst, es ist hier und jetzt. Ganz normal erlaubt, da an beiden Ecken der Kiste die Frequenz 0 beträgt. Die Frequenz hier ist zum Beispiel nicht erlaubt. Einstein hat herausgefunden, dass sich Energie proportional zu der Frequenz verhält. E gleich hf. E ist die Energie. Die Energie wird zu einer wahrgenommenen Facette. Das ist jetzt einfach lesbar. Gut. Die Energie wird zu einer wahrgenommenen Facette. I, ja. F ist die Frequenz. Und h ist die Planck-Konstante oder Planck'sches... Das ist das Wunder. Ja, PLA. Genau. Das ist der Plan, BLA. Aber jetzt, wenn ich das N, wenn ich jetzt von den, wenn ich da ein Adder dahinter setze, dann kriegst du Plane, die Planeten, und das hast du in die Irre gehen. Wirkungsquantum. Kümmern wir uns erstmal nicht drum. Wichtig zu wissen ist, dass die Planck-Konstante eine Konstante ist. Sie verändert sich nicht. Also, da nur manche der Frequenzen in einer Box erlaubt sind und das hier eine Konstante ist, heißt es, dass die Energie, das ein Teilchen haben darf, in unserer Box begrenzt ist. Okay, jetzt haben wir uns das erklären können, was wir suchen. Um zu wissen, was wir suchen, müssen wir den Teil hier rechts berechnen können. Und jetzt fängt der Spaß erst an. Alles an Energie entsteht durch die kinetische Energie plus potenzielle Energie. So, und jetzt machen wir einen ganz kleinen Trick. Energie ist immer kinetische Energie plus potenzielle Energie. Das kinetisch, denkst du, zerst doch mal ganz, ganz einfach an das Kino. Das Kino ist die Bewegung der Bilder. Jetzt, 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 obwohl sich ja doch gar nichts bewegt. Auch der Finger jetzt, wenn ich immer wieder sage, vom Bildschirm bewegt sich nichts. Und das ist praktisch diese kinetische und potenzielle ist statisch. Das wird gleich erklärt, das heißt, das ist unbewegt. Wir haben eine unbewegte Bewegung. Das sind wieder die zwei Seiten, wie Plus und Minus. Und jetzt machen wir statt der Energie, setze ich jetzt einmal nicht das E, sondern die Quintessenz, das He. Weil wir ja was ausstoßen, das eine wie das andere. Und wir schauen uns jetzt einfach mal dieses H rot an. Und das ist die Quintessenz im Zentrum. Die geistige Quintessenz von allen. Man spricht immer von der Quintessenz. Blau gelesen wird es dann eine Wahrnehmung. Das Spiel hier ist schon sehr interessant, wenn wir anschauen, die geistige Quintessenz und die Wahrnehmung. Im Hebräischen ist es einfach nur der Artikel, der, die, das, der vorne steht, als Einzelbuchstabe. Ja. Die Möglichkeit zu sehen, wir haben Totalwert, äußeren Wert, Atbaschwert, gespiegelter Wert ist der Geburt. Interessanter verborgene Wert ist 1, 5 und 10. Ich will jetzt das nicht genau erklären, das merkst du jetzt schon. Der eine ist die Quintessenz und das ist der kleine Gott. Ja. Der volle Wert, ganz interessant ist, das heißt, der verbundene Gott wird zu Jahr. 10, 5 heißt die Kurzform von Jahwe. Mhm. Ja. Und der Pyramidenwert ist wieder 5. Was soll uns das sagen? Pass auf, ganz einfach. Wir schauen jetzt mal die kinetische Energie an. Die kinetische Energie, da steckt im Kino der Kain schon mit drin. Wenn wir das mit Kopf schreiben. Aber ja. Ich bleibe einfach, wir schauen jetzt mal KH an, was da passiert, wenn man dieses Wie, kann man natürlich jetzt rot und blau lesen. Das heißt definitiv hier und jetzt. Das heißt wie die Quintessenz. Die Quintessenz ist immer hier und jetzt. Ja. Dieses Hier und Jetzt ist so, und bei der 25
3 Quadrat, 4 Quadrat, 5 Quadrat. Pythagoras denken, ist Wurzel 25 ist plus 5 minus 5. Ja, 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 eben. Das ist das HWH in dem Adam, 45. Mhm. Kannst du ungefähr folgen? Ja. Der Adam wiederum ist 81, das ist Anoki. Das ist dein rotes Ich. Genau. Dieses rote Ich 85 ist P, ist definitiv, kommt gleich, ist immer hier und jetzt. Mhm. Und nun genau aufgepasst, wenn man eine Quadratspiegelung plus einen logischen Blablabla potenziert, wir kommen jetzt zu der Kreiszahl B, aber es wird schon wieder zu weit führen. Mir ist nur wichtig, dass das hier und jetzt heißt und die 85, die wir hier schon stehen haben, mit dem P heißt auch hier und jetzt. Ja, genau. Mhm. Das sind zwei verschiedene Jetzt. Wobei wir jetzt auch B fehl kriegen. Das heißt, zwei fehlen. Schau mal. Zack. Und das ist HWH. Und wenn du das begriffen hast, dass dieses HWH in der Transversalen auseinandergeschmissen wird, dann ist es das Ende des Flusses von A nach B. Das Ende des Flusses des Fließens von der Vergangenheit in die Zukunft oder von A nach B. Ja, gut. Das Ganze erzeugt einen Klang. Koll heißt alles und euren Gang heißt die Lebensfreude eines Engels. Ja. Nachgewiesen wird es dann die Angst. Ja. Und das Ganze ist deine Lebensfrische. Ja. Das Transversalen schwingend, weil hier sich in dir ein Kreisen mit zwei Bündchen Wellen, Bergwellen, zwar mit zwei Facetten in dir öffnet. Und nun, jetzt sind zwei Existenzen, die miteinander verbunden sind in einem Geist. Fragen? Super, super. Super ist gut. Super. Ja. UB erwacht, erweckt in dir alles, was du erlebst. Ja. Und jetzt muss klar sein, wenn einer die Grundlagen von Holofeeling hat, kann er es nicht verstehen. Er kann aber neugierig werden drauf und seinen Fokus verändern. Die Zeit, wo du dich mit irgendeinem Kack zumützt an Filmen, könntest du geistreicher verwenden. Stimmt. Schmeißen wir einen Ball ins All. Durch unseren Wurf. Schmeißen wir einen B-All ins All. Eine kinetische Energie und somit bewegt es sich weiter und weiter. Ich betone nochmal, dass das rein Newton'sche Physik ist. Die Newton'sche Physik ist schon längst abgelöst. Die Newton'sche Physik ist ungefähr so wie im Mittelalter. Wenn jetzt du welche hörst, die glauben, sie leben auf einer Scheibe, sagst du, das war im Mittelalter, die hatten ja keine Ahnung. Du wirst dann an einen Punkt kommen, wo alle die Wahrheiten von heute, die Vorstellungen von heute, sind die Sachen, wo die Menschen von morgen, die Geister von morgen unheimlich drüber reden und sagen, sind die blöd gewesen oder du sagst, jetzt bin ich blöd gewesen. Wieso bist du so blöd? Weil du nie selber gedacht hast, sondern bloß immer geistlos nachhilfst. Es war immer so und es wird immer so auf dieser geistigen Ebene, auf dieser Führerscheinprüfungsbogenebene bleiben. Das heißt jetzt, wenn wir einen Ball ins All schmeißen, dann wird er sich gleichmäßig fortbewegen, weil keine Reibung da ist. Diese ganze unendlich zerdachte, denk wieder hier bei der Erklärung der Schrödinger-Gleichung, es wird so unendlich zerdacht, dieses Wissen arithmetisch zerdacht. Und es hat die Menschheit in so eine unendlich geistlose Sackgasse geführt. Das ist das jetzige Weltbild, das du an den Universitäten gelehrt bekommst, wo kein Geist mehr existiert, sondern bloß noch mathematische Funktionen. Und Mathe nochmal ist das gelernte Wissen von geistlos nachäffenden Affen. Ja. Und du wirst irgendwann einmal dieses ganze Wissen wieder in dich reinfallen lassen, das H zurückgeben, das blaue H jetzt. Immer dran denken, wir haben hier die Quintessenz und zur Quintessenz H gehört eine Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung ist erst einmal ein Komplex. Und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Ohne jeglichen Einfluss von außen. Von außen gibt es eh keinen Einfluss. Das ist der größte Falle, dass du meinst, dass das, was du dir ausdenkst, auch dann da außen ist, wenn du es nicht denkst. Mhm. Und dass du irgendein Wissen von außen in dich hineinschaufeln könntest. Das ist ja alles, das Wissen befindet sich ja da außen in den Bibliotheken. Dir muss das dann mal klar sein, dass eine Bibliothek erst dann in dir zu existieren beginnt, wenn du dir die ausdenkst. Richtig. Und erst wenn du dir die vorstellst, wenn du dir die ausdenkst, beginnt die zu existieren. Existere heißt heraustreten, aus- und auftauchen. Woraus entspringt dieses ganze Wissen, wenn du jetzt träumst? Aus dir selber. Ich kann nochmal darauf hinweisen, wenn du jetzt träumst und du Geist träumst jetzt, du wirst nur mit ständig wechselnden Informationen konfrontiert, die aus dir selbst kommen. Das heißt, wenn du in einen Traum dich an den Computer setzt und eine Internetseite aufmachst, das Internet ist nicht da außen, sondern in dir drin. Und du kannst Milliarden von Internetseiten öffnen,
die jetzt schon in dir drin sind, die du nie zu sehen bekommst, wenn du die nicht aufmachst. Und du kannst, ich benutze nochmal das Wort, Milliarden von verschiedenen Leben leben, wie du Filme dir, Millionen verschiedener Filme anschauen kannst, die alle in dir drin sind, du musst die nur einschalten. Aber in dir läuft ein Film, wo du sagst, das bin ich, und dann läuft dieser Film mit einer absoluten Vehemenz und du magst nicht einen gewissen Ansatz, dich davon zu lösen, von deinen Vorstellungen, weil du eine panische Angst hast, weil deine Logik dir einredet, ich brauche das ja, wenn ich meinen Job verliere, ich brauche ja Geld zum Überleben. Wer bestimmt das alles? Du selbst oder eine geistlos nachgeäffte Logik? Wer bestimmt, was dir gefällt? Denk an mein Speisekartenbeispiel. Meinst du, wenn du jetzt als Brösel in deinem Traum in ein Lokal gehst und die Speisekarte in der Hand bekommst, dass du bestimmst, was du dir zum Essen bestellst? Das ist der größte Trugschluss, den es überhaupt gibt. Wärst du Geist, dann würdest du dich beobachten, einfach nur beobachten, was in dir abläuft, was sich in dir abspielt. Dann würdest du sehr schnell erkennen, dass du überhaupt keine Freiheit hast als träumender Geist. Du kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Du kannst dir das als träumender Geist nicht raussuchen und schon gar nicht als irgendeine ausgedachte Figur, die von dir selber ausgedacht wird. Das gilt für alle Menschen, die du dir ausdenkst. Die beginnen in dem Moment zu existieren. Übrigens auch der Udo, an den du jetzt vielleicht denkst, der angeblich dieses Video mit den Feddings in der Vergangenheit gemacht hat. In der Vergangenheit ist nie was passiert. Der Ball in die Nähe der Erde, kommt die potenzielle Energie von das der Erde. Das ist newtonsche Physik. Das ist eine riesengroße Falle. Und wenn ich jetzt dir erkläre, wo der Fehler ist, ist dieselbe Situation. Wir denken uns jetzt zurück in einen unbewussteren Bereich, wo die Logik war, wir sind auf einer Scheibe. Ich wiederhole das immer wieder. Und dann kommt einer und sagt, hier, die Welt ist keine Scheibe, sondern eine Kugel. Und dann sagen wir, ja, wenn wir aber dann runterlaufen, fallen wir in den Himmel rein und das Wasser müsste ja rauslaufen. Wenn ich jetzt erkläre, dass die Welt auch keine Kugel ist, erkläre ich das wesentlich präziser. Und du hältst an dem alten Wissen fest. Stochastisches Denken. Willst du das, was ich dir jetzt erkläre, verstehen oder bist du nur bestrebt, dein altes Wissen am Leben zu halten? Das heißt letztendlich, dich selbst am Leben zu halten in dieser Hölle, wo du jeden Morgen ums Überleben kämpfst. Wo einmal die Sonne scheint, wo es dann wieder regnet, wo du Angst hast vor Zerstörung, obwohl Zerstörung nur ein anderes Wort ist für Verwandlung. Erde dazu, die in den Ball gelagert werden kann und es verändert seinen Zustand. Oder wenn du mit einem Fahrrad einen Berg runterfährst, besitzt du kinetische Energie. Kommst du auf den anderen Berg an, ist die kinetische Energie nicht weg. Sie wurde nur zu potenziellen Energie, die du haben kannst. Das heißt jetzt, der Richtungswechsel, wo hier oben passiert, in dem Moment, in dem absoluten Moment stehst du eigentlich, aber du stehst in jedem Moment, weil es diese Bewegung gar nicht gibt, die ist schon eine Illusion. Das ist P, haben wir doch, P heißt hier und jetzt. Du wirst konserviert. Das ist übrigens in der biblischen Geschichte die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ihr konserviert. Interessant ist, dieses kon zusammengeschmissenes Bewusstsein erweckt vier Spiegel. Klasse. Ich will das bloß einmal, wenn man das weiß. Zusammengeschmissenes Bewusstsein erweckt vier Spiegel. Super. Aber ich kann aus dem Wort ohne weiteres ein 400-Seiten-Buch machen. Wir müssen bloß durch die verschiedenen Sprachen arbeiten, bis wir es dann hinhebraisieren und dann wirst du merken, dann wird das Kon, wird jetzt viel zu weit führen. Also nochmal, habe die Demo, du hast keine Vorstellung, wie unendlich klein ich mich jetzt mache, dass ich als Udo in deinen Traum auftauche. Und das Wissen deiner gesamten Menschheit ist für mich das Wissen von einer Schimmelpilzkolonie. Und ich öffne in dir ein Wissen, das kostet nichts. Es ist auch nicht verbunden, dass du jetzt als Brösel in deiner Rolle was verändern müsstest. Das betone ich immer wieder. Du musst nur lernen, einverstanden zu sein. Und Energie kriegst du von mir, wenn du lernst, über alles und jeden zu lachen. Das setzt extreme Selbstheilungskräfte in Kraft. Und du kannst natürlich hin und her schwingen mit dem Fahrrad, aber die Menge an Energie ist hiermit konserviert. Noch ein Beispiel, welches das Ganze so... Die ganze Energie ist konserviert. Eine Konserve, es gibt auch eine Filmkonserve. Das ist der Samariter Sama im Hebräischen, das habe ich oft gezeigt, heißt konservieren. Das ist, was du siehst, sind Filme, sind Vorstellungen, Bilder, die du auslässt, das ist aber Todesleben. Die Menschen in einem Film sind tote Kreaturen. Gleichgültig, ob du jetzt einen fotorealistischen Film anschaust oder einen Zeichentrickfilm. Du reagierst auf Bilder. So wie du auf Worte oder auf Geräusche reagierst und baust Vorstellungen auf. Das heißt, wenn du jetzt das kleine Pixelmännchen anschaust da unten, das nennen wir jetzt einmal Udo, das ist doch kein Mensch.
Wie definierst du das Wort Mensch? Ein Mensch kannst du sowieso nicht sehen. Das ist ein ganzes Leben vom Säugling bis zum Greis. Das ist aber auch kein menschlicher Körper. Es ist ein kleiner Ausschnitt auf einem Monitor, der aus Tausenden von kleinen Bildpunkten besteht. Jetzt weißt du, was jetzt ist. Darum sage ich gerade, schau einfach, was jetzt da ist. Und dann schaust du, was du unbewusst für eine Vorstellung aufbaust, ohne dass dir das bewusst ist. An was denkst du bei dem Wort Griech? Bei dem Wort Krebs? Bei dem Wort Ukraine? Oder Corona? An was denkst du? An einen Heiligenschein? Oder an ganz böse Viren, die dich umbringen können? Nochmal, den Denker, der sich die Sachen ausdenkt, der verändert sich nicht, wenn er seine Informationen verändert. Der kann auch nicht vernichtet werden, weil er selbst etwas ist, was als Ding an sich gar nicht existieren kann. Ein absolutes Nichts kann man nicht vernichten. Das ist wie wenn einer Gott vernichten will. Aber Gott, was ist Gott? Gott ist ein Gedanke, den wir uns jetzt denken. Was stellst du dir bei dem Wort Gott vor? Ach, einen, wo du dann dich hingehst und betest, Vater, dein Wille geschehe. Begreife doch, du machst einen Gedanken zu dir mächtiger wie dich selbst, obwohl du doch den Gedanken erschaffst und du bist dann derjenige, der mächtiger ist wie du selbst. Ja. Aber was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? An den Brösel, der jetzt vor dem Computer sitzt? Aufzeigt. Ein Pendulum, welches von der Gravitation der Erde beeinflusst wird. Diese newtonsche Physik ist unheimlich geil und spannend. Wenn wir uns diese kleinen Gesetze, wir meine ich jetzt nur wir zwei, ich und du. Ich vorm Bücherregal und du, der du dich noch mit einem Menschen verwechselst. Ich tauche jetzt in dir als Brösel Udo mit Holofeeling auf und ich erkläre dir träumenden Geist, nicht den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Ich erkläre das jetzt nicht den Menschen oder dem Gehirn, das du jetzt denkst, wenn du an dich denkst, sondern den, der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Ich muss ja in dir in Erscheinung treten, also mache ich mich jetzt zu dem Pixelmännchen oder vielleicht auch eventuell zu einem sinnlich wahrgenommenen Udo in ganz, ganz wenigen Fällen. Und ich erkläre dir, was du bist. Und ganz grob, wie du funktionierst. Und dafür brauchen wir jetzt auch diese Physik. Und glaub mir, wenn ich dir das erkläre und du bist ein neugieriges Gotteskind, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, diese Sätze sind Hammerschläge, dann ist es spannender wie jeder Krimi, den du dir anschaust auf Netflix oder sonst was. Du musst nur neugierig sein. Spannend wird das Zeug, wenn du neugierig wirst. Ja. Wenn du nur sagst, oh, das ist mir zu viel und da komme ich nicht mit, bist du noch extrem unreif oder bloß ein Gedanke? Aber wenn du bloß ein Gedanke bist, das Problem löst sich mit dem nächsten Gedanken. Also die potenzielle Energie wechselt sich ständig mit der kinetischen Energie ab. Die potenzielle Energie nimmt ab, wenn unser Pendulum die... Das ist jetzt interessant, wenn das schwingt. Ganz einfach. Mhm. Das hat zwei Punkte, wo das stehen bleibt. Ja. Das ist immer, wenn es die Richtung verändert. Da ist es praktisch potenziell. Es ist hier, wir haben zwei potenzielle Energien, die sind hier dargestellt. Und wir haben dazwischen liegt eine Bewegungsenergie und hier an dem Punkt hat es die höchste Geschwindigkeit. Kinetische Energie nutzt und umgekehrt. Nehmen wir mal die potenzielle Energie weg. Also wenn wir jetzt das hier, du musst es ganz einfach sehr abstrakt vorstellen. Hier hast du kinetische Energie, potenzielle Energie. Die Potenz ist immer das Stehende, das Statische. Das ist in einem gewissen Maß, wenn du dir jetzt zum Beispiel ein Wasserbecken vorstellst auf einem Berg und dann machen wir Rohre runter. Das Wasser, das da oben, ein Potential nennt man das, ein Höhenunterschied. Jetzt natürlich immer in Verbindung mit der Erdanziehung. Da hängt so viel Zeug mit zusammen, was man alles die Systemparameter verändern müssen, so nenne ich das. Aber das ist ruhend. Und sobald wir jetzt da das Rohr aufmachen und das Wasser runterfließt, entsteht Bewegungsenergie. Jetzt schau dir das nochmal an. Nehmen wir mal die potenzielle Energie weg, also entfernen. Siehst du, das ist der blaue ist immer, der ist zweimal an den zwei Punkten, hast du nur reine potenzielle Energie. Und sobald es sich zu bewegen anfängt, verändert sich die Statik ja und wird zu einer Bewegung. Dann die Erde. Zack, zack, zack. Wird sich unser Pendulum bis in die Ewigkeit weiterdrehen. Also nur reine kinetische Energie. Also das Ganze passiert aber mit Lichtgeschwindigkeit. Da habe ich schöne Erklärungen. Denk einmal an das Rohr mit dem Faden, mit dem Gewicht und wir lassen das kreisen und dann ziehen wir unten an dem Faden noch. Das habe ich tausendfach in Filmvariationen erklärt. Haben wir hier ganz rechts die potenzielle Energie der Wellenfunktion und hier in der Mitte haben wir die kinetische Energie. Wenn wir also jetzt die potenzielle und die kinetische Energie in unserer Schrödinger-Gleichung lösen, kriegen wir die Antwort auf das Energieniveau, das erlaubt ist. Und das ist auch alles. Recht simpel, oder? Also, um das Ganze jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Die Schrödinger-Gleichung zeigt uns auf, wo sich ein Teilchen in einem Raum aufhalten könnte.
Das ist schon mal der Witz immer hier und jetzt. Es lässt uns die Wellenfunktion, also die Möglichkeiten aufzeigen, wo es sich befinden kann. Und die Gleichung gibt uns auf welchem Energieniveau es sich befindet. Nun, warum ist das so wichtig? Weil ein Teilchen in einer Superposition sich überall gleichzeitig befinden kann. Das ist jetzt die große, die Super, Sub-R. Nochmal das absolute Ende, in dem alles erweckt wird. Befindet sich jedes Teilchen immer gleichzeitig überall. Achte auf die deutschen Worte. Gleichzeitig Gall-Ich, sein Wellen-Ich überall. Über Gott, über dem absoluten Mittelpunkt, aber nur in einer ausgedachten Form. So wie wenn ich jetzt in mir Wellen, Gedankenwellen aufschmeiße in der Transversalen mit Lichtgeschwindigkeit. Nochmal zuhören. Energieniveau es sich befindet. Nun, warum ist das so wichtig? Weil ein Teilchen in einer Superposition sich... Ein Teilchen in einer im Bewusstsein UBs erweckt, das Bewusstsein erweckt jedes Teilchen. Überall gleichzeitig befinden kann. Überall gleichzeitig befinden kann. In einem Raum. Bis ein Teilchen gemessen wird, ist es überall und nirgendwo. Solange ich nicht definiere, das Messen, wie war das nochmal? Messen, zuteilen, mitteilen, erzählen, für etwas sorgen, an etwas denken, bedacht sein. Ich denke mir etwas aus. Nachdenken, sinnen, das Bewusstsein ist innen. Solange es nicht gemessen wird, ist es überall und ewig. Bis du das Messen tust und dieses Messen, der Vorgang des Messens, esse, ist im Lateinischen ja sein. Da haben wir natürlich auch, Phil, das ist jetzt wieder so ein Wort, das ganz, ganz Streitwagen, wenn du merkst, das Wesen einer Sache, die Essenz hier, die Essenz nennen wir das auch. Aber viel interessanter ist unser Esse, dass wir hier, das spricht man Esse aus im Hebräischen. Das ist das Aktivieren, das Ausführen, das Machen, das Tun. Ich denke mir etwas aus, etwas hervorzubringen, auszuführen. Und wenn wir jetzt ein M von dem machen, M-Esse, das heißt ja vom, im Hebräischen in der Grammatik, die Gestalt gewordene Du und wird jetzt zwangsläufig hier, du bist ein Aktivierender, der sein Werk, seine Frucht, Prieden, der Frieden, die Tat, die du magst, in dir selbst erwächst durch dein Tun, durch dein Machen, durch dein Handeln. Das heißt, du bestimmst jetzt, dass der Mond da ist und dass der Schrödinger da gelebt hat, aber du verbildest nur Wissen, das du in dir nachplapperst und um dich herum in Raum und Zeit verstreust, das aber letztendlich immer hier und jetzt in dir selbst sich abspielt. Diese Erkenntnis, welches uns das Doppelspaltexperiment nahelegt, beweist uns, dass ich Teilchen, wenn wir sie nicht beobachten, eine andere Position und demnach Form von Objekten annehmen, als wenn wir Messungen vornehmen. Das ist jetzt natürlich eine riesen Hinwälzerei, da bist du in einer Vorstellungswelt und das lassen wir jetzt gut sein, wir haben nicht schon 2,5 Stunden. Nee, echt? Das lassen wir jetzt 2,5 Stunden. Das lassen wir jetzt einmal gut sein, weil das ist so dahingeflossen ist. Das ist, ich spreche immer nach wie vor Sachen an, die ich eigentlich schon hunderte Male angesprochen habe auf Selbstgesprächen. Und einer, der neugierig wird, wenn du die Reife hast, wenn wir tiefer gehen, und das kann man auch machen, ohne dass du ein Video einschaltest, du musst dich nur hinsetzen und neugierig werden, und dann lasse ich dir das einfallen. Ich habe meine Möglichkeiten und ich könnte jetzt kommt natürlich wieder ein Zwiespalt. Ich sage, wir können uns jetzt Leute ausdenken, die das mittlerweile machen. Ich denke jetzt spontan an meine Diana. Und ich betone jetzt, der Gedanke, Diana wird es nie verstehen, weil das jetzt nur Vorstellung ist im Kopf. Mhm. Das kann nur Geist verstehen. Aber dieses Programm, sobald du das einmal spielst, das habe ich jetzt bei der Nadja, das, was ich heute Morgen, raumzeitliche Bröselgeschichte, was gestern passiert ist, das sind so Kleinigkeiten, dass die nur anfängt zu verstehen. Jedes Wort, es ist eine einzige Wunderwelt, in die du eingebettet bist, sobald du die Vordersprache in Ansätzen zu begreifen beginnst. Und das ist kein Akt des Intellekts. Mhm. Es ist erst einmal die Fähigkeit, komplett innerlich sich klar zu machen, da außen ist nichts. Mhm. Das Außen kann ich so abstrakt machen, dass das erste Außen um dich herum ist. Jetzt denk an deinen Schädel, deines Kopfes. Dann wirst du schon feststellen, wie oft habe ich das gesagt, dass du in dem Zentrum, in dem absoluten Mittelpunkt von dem Schädel sitzt.
Und dann denkst du dir über dich die Haare vor dir, die Augen, die Nase hin. Der, der sich das vorstellt oder über sich drüber denkt oder die Beine nach unten, je nachdem, um sich herum in die Z-Achsen verstreut, all das befindet sich in diesem Bewusstsein, in diesem absoluten Mittelpunkt. Den wir uns jetzt natürlich wieder ausdenken, das ist ein ausgedachter Mittelpunkt. Und wenn dir das einmal klar ist, dass wirklich sofort überprüfbar, du immer der Mittelpunkt bist, du hast den Schädel um dich herum, du kannst jetzt um dich herum irgendeine Stadt denken, denk einfach, in welcher Stadt befindest du dich, eventuell in welchem Zimmer sitzt du jetzt. Dann geh doch einfach in ein anderes Zimmer, dann wirst du feststellen, du bist immer der Mittelpunkt. Ja. Und du siehst immer in irgendeine Richtung, in eine Facette, und das wird dargestellt mit dieser Tetraederspiegelstruktur. Da musst du nur mal in die Holoarithmetik reingehen oder was, dann wirst du merken, das ist kein religiöses Geschwätz. Wir machen hier Wissenschaft, aber göttliche Wissenschaft, nicht geistlos nachgeäffte Naturwissenschaft von Affen, die alles nachäffen. Und dann verlierst du immer mehr die Angst. Die Angst vor was? Dass du zerstört werden könntest? Dann hast du nicht verstanden und du weißt nicht, was du bist. Ich erkläre dir, was du bist. Du bist Geist von meinem Geist. Ich nenne das Geistesfunk. Dann hörst du das zwar, aber du nimmst es nicht für voll. Dass du was verlieren könntest, was wichtig ist für dich. Du weißt weder, was das Wort wichtig bedeutet, noch was das Wort verlieren bedeutet. Du hast es verloren, wenn du dir es ausdenkst. In dem Moment, wo du es nicht mehr denkst, kriegst du es zurück, die Welt. Da außen ist nichts. Erstes Gebot, mach dir kein Bild von Gott. Habe ich dir nicht ganz am Anfang erklärt, du bist hundertprozentig sicher, der Gott, setzen wir das Wort Gott für Schöpfer. Für alles, was du dir ausdenkst, weil alles, was du denkst, aus dir selbst heraus schöpfst und um dich herum in Raum und Zeit verstreust, erschaffst du hier und jetzt als Information, egal wo du dir das hindenkst. Ich frage dich, Geist, jetzt, was ist so schwer daran, das zu verstehen? Nochmal, was hindert dich, das zu glauben? Es ist hundertprozentig sicher, was ich dir sage. Absolut. So, jetzt denk an ein grünes Maßmännchen. Wo war das die ganze Zeit? Das kannst du dir jetzt ausmalen, wie du willst. Du kannst es auch rosa-rot machen. Denk an Marilyn Monroe, das sind Worte. Dann wirst du jetzt wahrscheinlich an eine Frau denken, an eine Blonde eventuell. Fliegenstallbeispiel. Jetzt kann ich mir denken, das grüne Maßmännchen landet auf dem Mond. Kann ich doch denken. Erschaffe ich doch hier und jetzt in meinem Kopf. Glaubst du wirklich, dass da oben jetzt der Maßmännchen auf dem Mond gelandet ist? Und dann sage ich mir, glaubst du, dass der Mond ist genauso ein Gedanke wie das grüne Maßmännchen? So, jetzt denk an deine Eltern oder denk einfach an deine Kinder. Jetzt denk an dich selber als 20-Jährige. Alles Gleiche. Puff, puff, puff. Information, Information, Information. Du erlebst nur deine Informationen. Wenn ich jetzt sage, denke mal an dich als 20-Jährigen, muss dir klar sein, dass dein momentaner Intellekt bestimmt, ob du jetzt an eine junge Frau oder an einen jungen Mann denkst. Ja. Weil der Geist ist nicht männlich oder weiblich. Das ist übrigens der momentane Genderwahn, den du hast in deiner Traumwelt. Das ist eine riesengroße Führerscheinprüfungsbogenweltprüfung. In Bezug auf Trockennasenaffen das gleich zu machen, ist geistloser Schwachsinn. Das hat mit Gleichberechtigung überhaupt nichts zu tun. Von Geist aus gesehen stellt sich die Frage nicht. Ein Adam ist sehr wenig Körper, der ist beides. Aber das sind Symbole für einen Denker und für das Ausgedachte. Ja, genau. Das, was deine Welt macht mit der gesamten Naturwissenschaft und dieser verlogenen Moral, Mosier, ist weibisches Wissen. Absolut geistlos nachgeäfftes weibisches Wissen. Das hat mit wirklicher Männlichkeit, mit geberischer Potenz nichts zu tun. Und das Schöne ist, dass du jetzt langsam über das Bewusstsein verfügen solltest, dass du aufhörst, irgendjemanden, den du denkst, vorzuwerfen, dass er so ist, wie er von dir jetzt gedacht wird. Und du solltest dir als träumenden Geist auch nicht vorwerfen, dass du das jetzt träumst, was du träumst, weil der träumende Geist ist frei zu sprechen. Er kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Aber glaub mir, der dich das jetzt träumen lässt, der hat sich dabei was gedacht. Das ist eine Prüfung. Test. Das ist ein Test, Udo. Also. Und es ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Absolut, ja. Und ich werde dich erst dann betschieren mit meinem göttlichen Siegel, mit meinem Betschaft. Wenn du das verstanden hast, dass du in der Lage bist, nicht zu niemandem mehr, den du dir ausdenkst, vorzuwerfen, dass er so ist,
wie du dir es denkst oder dass es so funktioniert, wie du dir das jetzt denkst, dass es funktioniert. Es kann nicht anders sein, wie es von dir gedacht wird. Aber du hättest die Möglichkeit, dir das anders zu denken. Das wäre die Freiheit, die du besitzt. Aber wirklich absolut neu zu denken, erfordert eine absolut neue Logik. Eine neue Logik ist wie ein vollkommen neues Traumleben. Ein neues Programm im Computer spielt einen neuen Film ab. Aber du willst ja keinen neuen Film. Du fühlst dich ja so unendlich wohl in deiner Affenhaut, Peter Fetting, oder? Fühlst du dich wirklich so wohl in deiner Affenhaut? Wahrlich nicht. Aber was hast du Angst? Wobei nicht. Der Peter, den du dir jetzt ausdenkst mit dem Margot-Programm, sich ja gar nicht raussuchen kann. Du bist doch dran schuld, dass die Geschichte geht. Ja. Siehst du dir den Schuh an, dass du dran schuld bist, wenn du das Margot-Programm aufmachst, dass ihm so scheiße geht? Ja. So, und jetzt denk an den Udo Petscher. Kann der sich raussuchen, wie du in dir denkst, ob du jetzt sagst, das ist ein totaler Schwätzer, der bittet sich ein, der ist Gott, oder ob du hier tiefen Respekt kriegst von dem, was dir dieser Brösel jetzt erzählt. Ja. Mhm. All das ist ein Dasein-Müssen, abhängig von dem Programm, von dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Ja, kann man nur ja das sagen. Das wird nicht ganz einfach, das wird diese unendliche, das ist alles, was sich widerspricht. Die verborgene Harmonie der Dinge, dass das unendlich Komplizierte, was ich jetzt versucht habe darzustellen, und selbst wenn ich jetzt Worte mache, es kommt der Punkt, ich versichere dir, es wird der Punkt kommen, wenn du mir vertraust, dass hier dieses große Heureka zum Abschluss, um das in einer kleinen Udo-Metapher auf den Punkt zu bringen, das ist dieses Zeichen, ein Quadrat mit drei Strichen. Ja, wirklich. Du hörst es das erste Mal. Und dann sagst du, jetzt hast du mal, es geht nicht. Ihr wisst, ich sage immer wieder, ihr Geistesfunk, die Holofeeling studieren. Ich sage, hast du den Punkt schon erreicht, dass dir die Lösung ein Lächeln ins Gesicht zaubert? Es ist wie wenn eine Riesenlast von einem abfällt. Ja. Aber es ist verbunden mit der Erkenntnis, mai habe ich mich selber genarrt. Ja. Ich habe einfach nicht richtig zugehört. Ja. Das meiste, was du hörst, sind schon von vornherein deine Vorurteile und deine Interpretationen, wenn einer zu sprechen anfängt. Diese Riesenarroganz eines Egos, dass sobald einer nur eine Kleinigkeit äußert, ich sage, wenn du unter normalen, gebildeten Menschen bist, verbildeten, eingebildeten Menschen, in dich hineingebildet, weil du sie dir ausdenkst, wenn du dir diesen Bröseln bist, die nur ein Dasein müssen haben, und du willst jetzt ein vernünftiges Gespräch, ich diskutiere nicht, eine Diskursus, eine Diskussion oder ein Standpunkt, das sollte eigentlich schon mit einem Tassenbeispiel weg sein. Mhm, ja. Es geht auch um die Frage, wer ist jetzt eigentlich die Guten? Die Amis, die NATO oder die Russen? Ich sage, wenn du da sehr wertfrei bist, dass da mal keiner von beiden, das sind die zwei Seiten, die sich widersprechen. Wenn du aber dann wirklich hinschaust, wirst du feststellen, du kannst das dann mal feststellen, mit welcher Seite deine Logik dich sympathisieren lässt. Und ich sage, dreh es um 180 Grad. Wenn du jetzt in dem Mainstream-Wissen bist und du meinst, die Russen sind die Bösen, dann sage ich dir, das ist genau umgekehrt. Okay. In deiner jetzigen Führerscheinprüfungsbogenwelt ist es genau umgekehrt. Es ist, von uns Geistesfunken jetzt, die hier wertfrei schauen können, die sind so entsetzt. Ich habe jetzt hier mit dem Holger zum Beispiel, mit der Russin, wo ich die russische Sprecherin mit dem Pleitgen, mit dem amerikanischen Reporter, ist ja Deutscher eigentlich, habt ihr euch das angeschaut? Nee, da habe ich hier reingestellt, auch von vornherein, diese Gespräche auf Andy Worte, da kennst du gleich, das ist ähnlich wie mit dem Kleber damals, mit Ahmadina Shadi, mit dem Iran. Ja. Ja. Dass du sprachlos wirst, der stellt ständig Fragen, wo die tausendmal beantwortet, ihr passt bloß nicht. Immer reitet er darauf rum, dass die da angeblich reinmarschiert sind. Aber das wird jetzt zu weit führen. Ja. Ich stelle es eventuell mit rein, aber dann ist schon wieder eine einseitige Meinung da. Es ist de facto so, dass ich jetzt in deiner Welt, mach dir einfach mal die Mühe, in deiner Welt, die ich dir einfallen lasse, such ganz, ganz gezielt irgendeine Situation im Internet oder irgendwo, wo Russland in irgendeiner Form jemals irgendeinem europäischen Land in den letzten 100 Jahren gedroht hätte oder als Feind aufgetreten wäre für die Deutschen oder die Franzosen oder sonst was. Sag ich mir eine einzige Stelle, wo Russland feindlich gesinnt ist. Ganz im Gegenteil, das wollte immer nur geliebt werden. Stimmt. Das ist das, was ist. Und dann schaust du dir an, was die Massen, die Amis machen. Ihr seid so verblödet, so unendlich verblödet als normale Menschen. Aber die normalen Menschen kannst du nicht erreichen. Nee. Jetzt kommt der Große, ich erkläre es nur dem, der sich diese ganzen Deppen ausdenkt. Alles. Du bist der,
Ich mache keine Schuldzuweisung. Da kann ich immer wieder sagen, ich verfüge über das Bewusstsein. Und ich mache jetzt das einmal genauer, wenn ich mich jetzt hinsetze und ich denke mir eine Geschichte aus. Nochmal, Geschichten sind Märchengeschichten. Ich wiederhole mich. Die haben ganz wertvolle Metaphern in sich, im Hintergrund. Ja. Es geht nur um die Metaphern. Nicht um die Personen, die wir uns denken, in diese Märchen als Antagonisten hineindenken. Und nochmal, alle Menschen, die in dir in Erscheinung treten, gleichgültig, ob die als sinnlich wahrgenommene Informationen auf deiner VR-Brille in Erscheinung treten oder ob es nur Gedanken sind, die du aufgrund von Worten in Büchern in deinem Kopf aufbaust. Diese ganzen Menschen sind, diese existierenden Menschen sind vergängliche Erscheinungen, die kriegen das nicht mit und die sind frei zu sprechen. Ja. Alle. Ja. Es sind Existenzen, Antagonisten, die von dir erschaffen werden, in dem Moment, wo du die denkst oder wo du die anschaust. Ja. Jetzt könnte ich mir das sagen, schau aus dem Fenster raus und was du dann siehst, da schaffst du, wo war das die ganze Zeit? Es ist auf deiner VR-Brille, es taucht auf der VR-Brille auf, ein Symbol, genauso wie wenn du jetzt ein grünes Maßmännchen oder den Mond denkst. Bloß du vergisst dann, wenn das real eine sinnlich wahrgenommene Information ist, weil du meinst, es ist da außen. Was auf einer verabredeten Erscheinung drin ist, ist auch nur in dir drin. Das ist nur wieder unser Brillenbeispiel, die Spiegelung der Brille. 8 Seiten. Genau. Wenn jetzt der Hintergrund fällt, hast du schon wieder Fragezeichen auf den Augen. Das stimmt. Ja. Wenn ich das mache. Aber das ist alles unwichtig. Mir geht es momentan gar nicht um Wissen. Es geht um Bewusstsein. Was verändert sich an dir, wenn sich deine Informationen verändern? Dieser Satz ist wichtig. Und du erlebst nur deine Informationen und jeden, den du dir ausdenkst, egal auf welchen Grund, welchen Reizauslöser, der entsteht in dir, weil du ihn denkst. Wenn du in einen Chat gehst, ins Internet gehst, da stehen Namen. Das sind welche, die kennst du, du glaubst, die zu kennen, weil du dir die schon öfter ausgedacht hast und dann tauchen Namen auf, die nur Blackboxen sind. Wir sind wieder bei unseren Kisten, wo du dir aufgrund von 2, 3 Sätzen dann sofort eine Meinung bildest, was der für eine Meinung hat. Interessant ist, du liest die Kommentare in einer Zeitung oder irgendwie in einem Chat und du kennst die, da ist jetzt ein Nickname und dann denkst du dir eine Kiste und aufgrund dieser wenigen Worte interpretierst du eine Meinung, dass du dann sofort weißt, wie der ist, den du dir ausdenkst. Kann jemand, den du dir ausdenkst, überhaupt anders sein, wie du ihn dir ausdenkst? Absolut. Wiederhol das immer und immer wieder, dass dir dein eigener Wahnsinn bewusst wird. Ich erkläre das an Geist. Es ist alles ganz anders. Die Wiederkunft des Christus. Können wir uns anschauen. Ja. Das ist jetzt. Aber was hat er? Es ist nicht, dass der Christus wieder in dir aufgetaucht ist, sondern dass der behauptet, dass er du ist. Ja. Ich bin du. Ja. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Das erkläre ich euch seit 25 Jahren, euch zwei. Die ich mir jetzt ausdenke, wenn ich die Pixelmännchen anschaue. Jetzt kann aber sein, dass ich sage, ja, ich kenne Holofeeling erst seit einem Jahr. Oder ich höre das das erste Mal. Ja, weil du glaubst, du bist wer anders. Es ist immer derselbe Geist. Egal, du wirst all die Rollen spielen. Sie sind Gedanken von dir. Und ein Programm, mein Wildbadzahl-Beispiel, was ich immer wieder erwähne, muss man sich halt einmal die Wildbadzahl im Weißenbruch 2017, glaube ich, war das anhören. Diese Teile. Und sehr genau zuhören. Und dann wirst du irgendwann einmal merken, Holofeeling ist ganz anders wie alles Wissen, religiöses wie naturwissenschaftliches Wissen. Es ist das Summa, das absolute Summa Summarum von allem. Wo kein Yoda, kein einziger Gedanke, den irgendeine Figur in deinem Traum äußert, als verkehrt oder falsch angesehen wird. Jeder Gedanke, der auftaucht in dir, ist ein winziges, kleines Puzzlestückchen von dem heiligen Ganzen. Es ist nur herausgespiegelt aus einer heiligen Struktur. Und diese heilige Struktur ist Holofeeling. Die setzt dich zusammen aus jeglicher Form von Wissen über Ionen. Nicht nur über die kleine Zeitspanne, die deine Zeitgeschichte dir versucht einzureden. Hat man übrigens jetzt schon in Science-Fiction-Filmen, tauchen dann plötzlich hier jetzt im Captain Kirk und Raumschiff Enterprise, das sind dann, oder in Sternentor, die haben dann plötzlich neue Zivilisationen, uralte, die Atlante, die wesentlich mächtiger waren, wo das Wissen dieser Zivilisationen komplett in Vergessenheit geraten ist. Das sind oft Geschichten, die eine tiefe, tiefe Weisheit beinhalten. Ich kann dir nur sagen, das komplette Wissen der Menschheit, das du deiner Menschheit in dieser kompletten, von dir ausgedachten Primaten angeblich Zeitgeschichte bis zum Urknall vorzustellen magst, natürlich ist das unendlich viel Wissen.
ist wirklich ein Nichts im Vergleich zu dem, was die Wirklichkeit ist. Das ist, wenn ich sage, das Wissen deiner Menschheit ist das Wissen von einer Schimmelpilzkolonie. Das ist nicht übertrieben. Es ist nur, dass du nicht von unten nach oben schauen kannst. Das Prinzip bin ich tausende Male darauf eingegangen. Mhm. Ich sage einfach, lass dich überraschen. Und du musst ja nichts tun. Loslassen lernen. Von was loslassen? Von deinen bisherigen einseitigen Meinungen. Lass einfach mal von deiner einseitigen Meinung los und schau dir das Verkehrte, die Kehrseite an. Und zwar so wie ein neugieriges Kind, das sagt, ich weiß es ja nicht. Offensichtlich wissen die was, was ich nicht weiß. Alles, was dir verkehrt und falsch erscheint, machen wir nochmal ein. Das ist das Problem. Ja, ja. Ich behaupte, das ist ein Dreieck. Wirst mir recht geben. Mhm. Ich behaupte, das ist ein Quadrat. Wirst du mir auch recht geben. Mhm. Sage ich, ich behaupte, das ist ein Kreis. Dann sagst du, jetzt Spinner, aber das stimmt nicht. Ich schaue mir bloß die Kehrseite. Ja. Schönes Beispiel. Dann habe ich es jetzt nochmal herausgezogen. Aber wo ist das Ding jetzt her? Genau. Jetzt frag dich einmal, wo dieses Ding herkommt. Genau. Genau. Alles aus dir kommt. Genau. Jetzt lassen wir es gut sein. Weil mir jetzt gerade so schön hier in dem Sinn. Ich sage jetzt einfach ganz kurz und bin fetch.